Hallo und willkommen zu Simon the Sorcerer. Wir wildern weiter in der Geschichte der Point-and-Click-Adventures und verlassen mal die LucasArts-Gefilde und begeben uns ins Jahr 1993, ein Spiel von dem britischen Studio Adventure Soft. Hießen sie Adventure Soft? Ich glaube schon. Die ein Comedy-Fantasy-Adventure entwickelt haben mit Simon the Sorcerer. Und Simon the Sorcerer ist der Beginn einer Serie gewesen, die nicht unbedingt einen rühmlichen Abschluss gefunden hat bisher. Aber die ersten beiden Teile gelten schon als Klassiker im Adventure-Genre. Hey Rio, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Freut mich, dass du vorbeigekommen bist. Hier riecht es draußen so ein bisschen nach Regen. Hat heute geregnet. Das ist so das beste Wetter für Adventure-Spiele, würde ich mal sagen. Ja, danke. Freut mich, ja. Ich hatte heute nochmal, wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir Simon mal probieren sollten. Das machen wir heute auch. Ich sag mal Prost. Noch ein Radler bereitgestellt. Ich muss aber gleich wahrscheinlich nochmal zum Kühlschrank laufen. Ich habe so viel Durst, dass der ganz schnell weggeht. Was gibt es noch zu Simon zu sagen? Ja, die ersten beiden Teile sind halt Klassiker und das sind auch die beiden Spiele, die ich mir vorstellen könnte, hier zu spielen auf dem Kanal. Und es gibt einen dritten Teil in 3D-Grafik, der eigentlich exemplarisch dafür ist, was schiefgehen konnte, wenn Adventures zu früh in den 3D-Raum gebracht werden, zu früh auf eine 3D-Engine setzen. Und das hat die Serie erstmal den Sargnagel verpasst. Jetzt gab es zum 25. Jubiläum des Spiels ein Remaster. Ist das ja ein Remaster? Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Unterschied zwischen Reboot, Remaster, Remake. Da sind ja ganz feine Unterschiede immer. Zumindest gab es zu Simon the Sorcerer dann, meiner Meinung nach, war das ein Remaster. Weil die haben das Spiel überarbeitet. Die haben so einen Weichzeichner, Pixel-Weichzeichner über die ganze Grafik gesetzt. Und die Kritiken waren nicht besonders gut. Ich habe kurz mal auf GOG geschaut, ob ich diese Version spielen möchte, diesen Remaster, aber das hat eine Durchschnittsbewertung von 1,4 gehabt, von 5 Sternen. Also von 5, 1,4. Und da haben sich so viele Leute beschwert. Ich weiß nicht, ob es nur an dem Grafikstil lag oder ob das auch am Komfort lag oder so. Und da muss man auch wirklich sagen, dass der originale Pixel-Stil hier wirklich sehr viel Charme hatte. Und ich würde mal sagen, wir steigen mal ein, weil das Intro relativ lange dauert, bevor wir ins Spiel eingreifen können. Also die Einleitung der Geschichte, die dauert ein bisschen. Jetzt muss ich gleich nur schnell genug das Fenster finden. So. Ah, es ist noch da, wunderbar. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Das kann man nämlich nicht regeln. Jetzt muss ich das hier in Streamlabs machen. Ja, wir spielen die deutsche Version, wie man hört. Dankeschön, Chippy. Und nun was besonders Schweres. Beeindruckt, hä? Nun schaut her. Also ich habe mich entschieden, die deutsche Version zu spielen. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwie wieder in Gefahr laufen, irgendwelche Wortspiele nicht verstehen zu können, weil die in Übersetzung irgendwie verloren gegangen sind, wie wir es bei Corandia hatten. Aber für den deutschen Stream ist es mit deutscher Sprache eigentlich angenehmer. Didaktischer Zauberer. Ich kann nicht glauben, dass du so lange zuschaust. Ich hätte schon längst abgebrochen. Ja, das ist die CD-ROM-Version von 93 mit, ja, wie man hört, mit Sprachausgabe. Ich rieche etwas angebrannt. Warte. Oh, au, oh, au, oh. Ich will wissen, ob du es besser kannst. Kommst genau richtig, genau. Das ist noch gar nichts Relevantes passiert. Simon
mach nur gerade die Credits. Schön, dass du da bist, Best Broker. Ich hoffe, geht's gut. Ich konnte sie nicht mal nach Wollt auch ein bisschen Regen abbekommen? Jetzt kommt die Sonne bei uns wieder raus. Ich dachte, Regen wäre eigentlich super Wetter für Adventure-Spiele, aber jetzt ist das Wetter wieder besser geworden. Haut einen jedes Mal wieder um. Ich versuche noch einmal die Frau. Hey, Klaps ist auch dabei. Sehr schön, freut mich. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich mag Frauen mit Pep. Ich hoffe, es ist deine Art Spiel hier. Dein Klassiker. So, jetzt beginnt, glaube ich, die Vorgeschichte. Können wir uns noch ein bisschen bequem machen hier. Hund noch wichtig wird. Aufgaben langweilen mich. Ich suche den Hund und stecke ihn in den Trockner. Typische 90er Jahre Kinderzimmer hier. Ich weiß gar nicht mehr so viel über Simon. Ich habe es, glaube ich, auch nie durchgespielt. Deswegen ist das eigentlich ein blindes Spielen jetzt hier. Aha, das startet also in der realen Welt. Und er geht jetzt durch ein Portal in die Zauberwelt. Das wusste ich gar nicht. Okay, Jungs. Dieses magische Papier bringt Essen. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Alizigi als Angi! Als Ongi, als Ongi! Und jetzt Simon als Essen, ja, tatsächlich. Hi, wie geht's? Das sind ja sehr schöne Farben hier, das muss man echt sagen. Die Farben sind ja toll. Nicht viel Fleisch an ihm dran. Runter, du kleiner Happen! Braucht noch etwas mehr Pfeffer. Ist der Game Sound zur Stimme okay? Weil sonst muss ich das nämlich in. Was ist jetzt passiert? Die Szene war so plötzlich zu Ende. Lieber Simon, herzlichen Glückwunsch. Du wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Sordid zu retten. Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch und meinen treuen Hund zu Rate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Ich wünschte, du wärst hier. Mit herzlichen Grüßen, Calypso, Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur D. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. Okay, ich soll in die Kneipe gehen. Oh, wundervoll. Ich stecke in dieser blöden Welt mit diesen blöden Klamotten fest und nirgends eine Pizzeria zu sehen. Wenn das kein Traum wäre, müsste ich mir Sorgen machen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier was ändern können. Die Stimme. Das Blöde ist, glaube ich, man kann in diesem Spiel das nicht regeln. Ja. Wo sind. Es gibt ja nämlich keine Optionen. Dass man die Stimme abmischen kann. Was ich aber rausgefunden habe bei. Bei dem Spiel, es gibt eine Hotspot-Anzeige. Das macht das Spiel doch ein bisschen einfacher. Das hatte ich erst befürchtet, hier muss man Pixel suchen. Aber ich kann mit F10, kann ich mir hier Hotspots anzeigen. Das ist doch schon mal ganz gut. Aber es gibt hier keine Option. Ich kann nicht auf Escape drücken. Es gibt hier...
Das ist die Karte. Dorf. Mehr haben wir wahrscheinlich noch nicht entdeckt. Oh, ich wollte noch gar nicht ins Dorf. Ich wollte auch erst die Wohnung durchsuchen. Ich hoffe, ich komme noch zu. Oh, oh. Mir fehlen doch noch Gegenstände aus dem Zimmer. Kann ich zurück in mein Zimmer? Dorf? Ausgang? Wo ist denn mein Zimmer gewesen? Weil ich weiß, da gibt es noch Gegenstände. Das habe ich gesehen, als ich es getestet habe. Oh oh. Da geht's raus. Ich hoffe, ich habe jetzt. Haben Sie Psst gesagt? Wer? Ich. Was liegt an? Sie sind sicher an günstigen antiken Porzellanfiguren interessiert. Na, eigentlich nicht. Sie wurden angefertigt von den Urandergrals. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur ein Goldstück. Ich muss mal gerade schauen, ob man Untertitel einblenden kann. Das wäre mir noch ganz lieb. Ich guck mal. Ich google das mal eben. Oh. Geht bei Simon und The Sorcerer 1 und 2 kann man keine Untertitel einblenden. Der will dir was anderen, ja, ne? Das ist ja blöd, keine Untertitel einblenden. Das würde es nämlich dann einfacher machen, wenn man die Stimme immer nicht versteht. Naja, man hat nicht so viele Optionen, hier bei Simon the Sorcerer das Spiel einzustellen. Das probiere ich nochmal. Ich google gerade das nebenher. Ansonsten müssen wir dann so zurechtkommen. Das Blöde ist, ich kann auch nicht F5 drücken, komme nicht in das Scum-Menü rein. Ich probiere noch mal eben kurz was anderes. Ich beende das Spiel mal kurz. Tut mir leid, ich bin nicht interessiert. Wer braucht schon Kunden wie Sie? Und konfiguriere noch mal eben außerhalb in Scum, ob ich da irgendwie noch was ändern kann. Ich wollte ja sowieso noch in die, in meinem Zuhause noch ein bisschen was durchsuchen. So, einmal Scum öffnen. Spieloptionen. Kann ich da irgendwie die Lautstärke regeln? Ah ja, da kann ich ein bisschen Musik Lautstärke. Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Audio, Text, beides. Mal gucken, ob das funktioniert. Gucken, ob das jetzt besser aussieht. Ob die Scum-Optionen übernommen werden. Oh, ich sehe gerade, Klebs hat heute Last of Us. Ich nehme an, du sprichst von Last of Us 2 oder Teil 1? So, ich habe die Musik jetzt leiser gemacht. Das sollte ein bisschen besser sein. Die Musik ist ja nicht so wichtig wie die Sprachausgabe. So, jetzt können wir hier mal durchsuchen, bevor wir das verschwinden lassen. So, Klebs, ich denke, du sprichst von Last of Us 2, oder? Hattest du zuerst den ersten Teil noch gespielt? Weil Teil 2, der war ja echt lang, ne? Okay, jetzt untersuchen wir mal zuerst. Muss man die Verben hier gewöhnen. Das muss. Ach, Teil 1 hast du erst gespielt. Sehr schön. Das ist ja cool. Dass du das jetzt nochmal nachgeholt hast. Ja, der ist auch toll, Teil 1. Und was sagst du zum Ende von Last of Us?
Zweiten Teil nächste Woche holen. Super, das ist ja gar nicht so schlecht, diese kurz hintereinander zu spielen. Oh, schau mal einer an. Da ist eine Schere drin. Eine Schere. Nehmen, nehmen, nehmen. Aber keine Untertitel leider. Naja. Aber wenigstens soll die Stimme jetzt lauter sein im Gegensatz zur Musik. Hey, Halli Kruxel, du hast auch nochmal nachgeschaut. Schön, dass du mir wieder hilfst, das ein bisschen zu konfigurieren. Ich habe gerade nämlich auch nochmal gegoogelt und die sagten auch alle, man kann keine Untertitel einblenden. Ich habe jetzt wenigstens gerade außerhalb in Scum die Musik ein bisschen leiser gemacht, damit man die Stimme besser versteht. Also die Musik, die ist jetzt auch, die wiederholt sich auch ständig, deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, wenn die nicht so laut ist. So, hier habe ich gesehen, das Wichtigste ja, hier ist noch ein Magnet. Macht er denn da? Holt sich jetzt einen Walkman raus? Ich wollte auch gerade noch was machen. Oh, die Idle-Animationen sind aber ganz schön lang hier. Ja, ist das eigentlich das erste? Oh, ich hoffe, der hängt nur bei dir. Ich check den mal nebenher, bei mir sieht es noch gut aus. Stimmt, das habe ich auch. Das habe ich auch. Das habe ich auch noch. So kann ich sie ganz ausschalten. Ja, das geht mit M. Aber U ist leider, oder Subtitles für S ist leider nicht, glaube ich, verfügbar. Aber so leise ist, glaube ich, okay, oder? Die Tür scheint zu klemmen. Ein bisschen Musik im Hintergrund ist ja schon ganz schön. So, was haben wir denn noch? Also, wie war die jetzt Aufgabe? Ich lese nochmal hier die Notiz durch. So ist besser, ne? Also, die Stimme ist auch wichtiger. Hey, das geht hier auch. Ich kann mit Plus und Minus die Lautstärke auch verändern hier. Ah, das wäre schön. Das kann man innerhalb des Spiels auch machen. Liegt vielleicht am Scum VM, dass ich das hier auch kann mit Plus und Minus. Da kann ich stufenlos. Aber es bezieht sich. Also jetzt müssen wir mal checken. Ich mache es jetzt mal ganz leise. Müssen mal hören, ob er noch was sagt. Ich wollte ja. Sieht aus wie eine Friseurschere. Hey, Stimme ist nur die Musik. Das ist gut. Stimme bleibt laut. Es gibt leider keine Rechtsklicksteuerung hier. Mein kleiner Hund, Chippy. Chippy. Chip und Chippy. Chippy und Chappy. Habe ich bei den Krempel schon was untersucht hier? Schau an. Ich muss mich echt noch hier an die Verbenleiste gewöhnen. Das muss Kalypsos Krempel sein. Kalypso. Ah, wir sind jetzt in der Wohnung von Kalypso. Okay. Willst du wirklich, dass ich das alles nochmal lese? Ja, mach das nochmal. Lieber Simon, herzlichen Glückwunsch. Du wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Hohe Belohnung. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Zordit zu retten. Sordid. Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch Sollte ich mir das und deinen aufschreiben? treuen Hund zu Rate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Sordid. Treffen. Ich wünschte, du wärest hier. Mit herzlichen Grüßen, Kalypso. Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur Deli. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. Okay. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. Kneipe. Kneipe für Zauberer. Wir machen das wieder ganz oldschoolig. Ich schreibe immer alle Notizen auf meinen Zettel hier, alle Hinweise. Haben wir noch was übersehen hier? Da ist der Hund. Was ist der Wandteppich? Also ist das erste Ziel erstmal die Ein Kneipe. seltsames Bild mit seltsamen Symbolen. Das ist wahrscheinlich Calypso hier drauf, oder? Und das habe ich. Ja, dann haben wir ja alles erstmal.
Im zweiten Teil kann man den Bildschirmtext mit T. Mal gucken. Ich hab's. Muss man gleich, wenn er was sagt, das checken. Simon, sag mal was. Ich bin ja froh, dass es hier die Hotspots-Anzeige gibt. Sonst hätte ich auch gar nicht geschnallt, dass man hier hinter die Hütte gehen kann. Kompost. Ein Haufen magischen und stinkenden Kompostes. Nee, Tee geht leider nicht. Habe ich jetzt gerade probiert. Kommt keine Untertitel. Der Kompost. Dann gucke ich mal, ob ich mit dem Magnet was daraus bekomme. Das geht doch so nicht. Ja. Das geht doch so nicht. Das geht doch. Das Magnet kann man doch in die Schere halten. Jetzt mal gucken, was hier für Verben sind. Gehe, schaue an, öffne, bewege, verzehre, essen, nimm, schließe, benutze, öffne und schließe, okay, benutze, rede mit, entferne, trage und gib. Das sind schon seltsame Verben zum Teil. So, trage ist etwas, was ich jetzt nicht so häufig in anderen Adventures gesehen habe. Verzehre, na gut, das Verzehren kennen wir aus Legend of Kyrandia noch. Da kennen wir das noch her mit dem Essen. Da wurde auch viel gegessen und Tränke hergestellt. Ich drücke jetzt hier aber auf die falsche Taste. F11 ist ja beim Mac immer alle Fenster wegschieben. Und F10 sind die Hotspots. Die liegen nebeneinander, die Tasten. Deswegen wird das Fenster manchmal klein hier. Okay, ich begebe mich erstmal zur Kneipe, wenn ich die finde. Tragen ist vermutlich im Sinne von Kleidung. Ja, fallen mir auch mehr Verwendungen ein, als irgendwie einen Gegenstand zu tragen. Ja, das ist dann wahrscheinlich wear im Englischen. Im Deutschen ist es dann nicht ganz so eindeutig. Aha, von der Zauberhütte gibt es keinen Weg nach draußen. Muss ich tatsächlich mit der Postkarte reisen. Vor der Hütte und der Kompost. Verzehre den Kompost. Wenn's dir nichts ausmacht, lass ich es lieber. Na gut. Ein bisschen Kompost mitnehmen. Das würde meine Nase überfordern. Naja. Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Ja, ich denke mal schon, dass das wie Kleidung tragen ist. Das trage ich nicht. Das trage ich nicht. So, na dann würde ich mal sagen, ich reise mal mit der Postkarte weg, wenn es hier keinen anderen Ausgang gibt. Weil, wo befindet sich diese Hütte denn auf der Karte dann? Upsi. Da ist mir doch glatt was runtergefallen. Vor lauter Schreck. Sag mal, Kruxel, weißt du, ob man hier sterben kann? Ist Speichern angesagt? Häufiges Speichern? Kann man bei Simon sterben? Ich sehe nicht sein Dorf, seine Hütte hier. Wenn ich jetzt diese beiden Gegenstände nicht mitgenommen hätte, wie gerade eben, würde ich dann nochmal zurückkommen in meine Hütte? Soweit du weißt, kann man nicht sterben. Sehr schön. Aber zwischendurch speichern ist mal ganz gut. Oder in eine Sackgasse Sackgassen geraten. Das klingt ja schon mal ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob hier Skab Auto speichert, aber ich glaube nicht. Das Speichern ist ja auch ganz besonders. Hier muss man immer die Postkarte benutzen zum Speichern. So, wir suchen aber erstmal die Kneipe auf. Ich gehe mal hier nach... Ups. Hier ist die Kneipe, was das Spiel mir vorschlägt. Diese Kneipe heißt zum betrunkenen Druiden. Ziehe an und ziehe aus. Dann ist das hier wahrscheinlich entferne und trage. Na, das ist zieh an und das ist zieh aus hier, entferne. Ja, das ist ein bisschen missverständlich. Hätte wahrscheinlich sonst nicht in die Verbenleiste gepasst hier, wenn sie Zieh an und Zieh ausgeschrieben hätten. Die deutschen Verben sind ja mal ein bisschen länger. Okay, kann ich da einfach reingehen oder muss ich die Tür öffnen? Ein bisschen wie bei Monkey Island. Erstmal in die Kneipe gehen, um die Ausbildung zu beginnen. Hier nicht zum Piraten, sondern zum Zauberer, aber der Zwerg... Was haben wir denn hier für Hotspots? Was ist das hier? Streichhölzer. Die hätte man auch sonst gut übersehen hier.
die Streichhölzer da oben. Eine Slot-Machine wahrscheinlich hier. Geht wahrscheinlich ohne Geld, kann man nicht. Ich habe keine Groschen. Ja, keine Groschen. Ich möchte ihn nicht wecken. Wie viele Flaschen hat er getrunken? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Flaschen? Okay, dann hat er sich ein bisschen schlafen verdient. Simon wirkte auf mich schon damals wie ein Spiel von jemandem, der sein eigenes Monkey Island machen wollte. Es sind definitiv Parallelen zu erkennen vom Hauptcharakter her, ja, ja. Dieser unfreiwillige Held, der junge Held, der eine Ausbildung machen muss, der wahrscheinlich hier auch Prüfungen... Blackjack und unten. Der muss wahrscheinlich hier wahrscheinlich auch Prüfungen bestehen. Vermute ich mal. Valküren. Und das ist jetzt hier in der Fantasy-Welt. Hallo. Was willst du denn, Junge? Seid ihr öfter also, hier? Kommt ihr oft hierher? Hast du irgendwas eingenommen, Kindchen? Raus hier. Der Spruch war jetzt auch nicht besonders gut. Versuch's nochmal. Ich mache eine Umfrage für den wöchentlichen Krieger. Wollt ihr teilnehmen? Hi! Ich mache eine Umfrage für den wöchentlichen Krieger. Würdet ihr teilnehmen? Na gut. Oh, okay. Ach, das ist der Esser. Oh Gott. Oh Gott. Nicht. Das ist ja schlimm. Ich meine lieber Wisst das hier. Wisst ihr etwas über Zordit, den bösen Zauberer? Deshalb sind wir eigentlich hier. Wir sind aus den fernen nördlichen Steppen gekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Durch die gefährliche Wüste Kring. Nur rastend, um den bösen Stamm Veggies des Erbarmungslosen zu besiegen. Über die Ebenen des Todes und die Schicksalsfelder. Wo wir die Stadt Tormir von den dunklen Horden von Kalisch befreiten. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, den Turm des Zauberers zu stürmen und die Welt zu retten. Wieder einmal. Die ganzen Aufreißersprüche, die spare ich mir mal. Da habe ich keine Lust drauf. Keine weiteren Fragen, meine Damen. Bis bald. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Sonst... Puh, hier drin ist es verdammt heiß. So, wen haben wir denn noch hier? Der Barkeeper. Und das war's auch schon. Dann, außer die hinten geht's noch in den Hinterraum wahrscheinlich rein. Der Typ ist nicht ansprechbar hier. Guten Morgen, Barkeeper. Guten Morgen, Junge. Guten Morgen. Und er ist schon betrunken hier. Weißt du, wo Kalypso hingegangen ist? Nee, aber dann haut der alte Kerl einfach ab, ohne jemandem was zu sagen. Magische Zutaten sammeln, sagt er. Wer weiß, welche Krankheit ihn befallen könnte. Besonders, wo dieser Zordit hier rumläuft. Also die deutsche Sprachausgabe könnte schlimmer sein. Da ist man nicht Schlimmeres gewohnt. Die ist noch einigermaßen okay, finde ich. Was weißt du über Zordit? Geht so. Er wohnt oben in den Craggy-Bergen und bleibt gewöhnlich allein. Doch er hat meinen Umsatz verzehnfacht. Wie kann Zordit den Umsatz steigern? Das ist eine lange Geschichte. Anscheinend will er die ganze Welt mit Hilfe schwarzer Magie beherrschen. Egal, schließlich ziehen all die Helden wieder rostige Rüstungen an, um große Taten zu vollbringen. Sie alle betrachten sich als Retter der Welt. Ja, Krieg ist immer gut fürs Geschäft, ne? Sie alle hier anhalten, um einen zu trinken. Ich habe alle Arten hier durchgehen sehen. Krieger, Zauberer, Priester, Mörder und nicht einer wurde wiedergesehen. So... Ich persönlich verstehe nicht, was der Unsinn soll. Vielleicht ist er etwas machthungrig und so, aber wer ist das heute nicht? Der alte Kerl bleibt immer allein. Er kümmert uns nicht und wir kümmern ihn nicht. Basta. Du redest verdammt viel was. Ich komme aus einer anderen Dimension. Ich habe Durst. Mach mir einen Wet Wizard. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie gesagt, wir haben hier alle Arten. Du redest verdammt viel was? Ich bin Barmann. Die Schwachköpfe erwarten örtliches Getratsche und allgemeines Geschwätz von mir. Ich habe einen Wet Wizard. Mach mir einen Wet Wizard. Einen Moment bitte.
Ich habe gar kein Geld. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwo etwas Spatzensaft. Wo denn nur? Oh, Hölle und Bock. Moment mal, wenn er abgelenkt ist, kann ich dann... Ah ja, okay. Tut mir leid, Sir, ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Wie wäre es mit einem Warlock? Man kann irgendwie in die Fässer gehen, wenn er weg ist. Moment. Bierfass. Lieber nicht. Der Barkeeper könnte mich sehen. Abgelenkter Koch, ja, das war. Wo denn nur? Das ergibt doch keinen Sinn. Nein, noch habe ich hier keinen. Das ist nicht dazu gemacht. Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment kein Fledermauskonzentrat finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Mach mal später. War schön, mit dir zu reden. Vielleicht fällt mir später noch ein, wofür das nun gut ist, um das Bierfass zu kommen. Weil ich hoffe, die Rätsel sind so gut, dass man hier auch weiß, was man tun muss. Ja, dass man sagen kann, jetzt brauche ich Bier. Ah, okay, der kann da unten dran zapfen. Aber ich habe noch gar keinen Behälter. Die Notiz hat doch gesagt, hier soll ein Zauberer sein. Ah, okay, da sind die Zauberer. Was sagtest du doch gleich, wo wir waren? Laut Führer sind wir im Quaint, einem ländlichen Dorf. Wir machen keinen Fortschritt bei unserer Aufgabe. Die klingen ja besonders weise, die Zauberer. Wir sind die nur Zauberer. Bis hierher gekommen. Wir werden das verdammte Ding schon finden. Scheinbar. Entschuldigung. Ja, Junge. Was verdammtes Ding? Was für ein verdammtes Ding? Norbert Blüm ist ein Zauberer. Ja. So, dann wisst ihr, wo ich sie finden kann. Die Rente ist sicher. Was ist das für ein Spiel, das ihr spielt? Wir ernten Feldfrüchte. Oder aber... Ja, das machen wir. Und wir sind keine Zauberer, oder aber... Nein, genau. Wir sind Bauern. Wir sind weniger magisch als eine Kartoffel. Von Stimmen her würde ich das auch sagen. Seid ihr sicher, dass ihr keine Zauberer seid? Ja, natürlich, mein Junge. Wir sind halt vom Land. Bärig und kernig. Ist es nicht so? Willst du etwa behaupten, dass wir Lügner sind? So ähnlich. So ähnlich. Wie kommst du denn darauf? Kommst du darauf? Ihr habt so einen fürchterlichen Akzent. Kalypso hat mir erzählt, dass ich nach 4 Zauberern in der Bauernverkleidung ausschalten soll. Mein Mauscursor sagt mir das, wenn ich auf euch klicke. Ich gehe mal mit der Kalypso-Antwort. Kalypso hat mir erzählt, dass ich nach 4 Zauberern in Bauernverkleidung Ausschau halten soll. Hier treiben sich sehr viele Bauernlümmel herum. Also warum gerade wir? Macht nichts. Ich habe noch andere Lösungen parat. Mein Mauscursor sagt mir das, wenn ich auf euch klicke. Oh, gutes Argument. Verkleidung abnehmen, Jungs. Ganz nebenbei, über was wolltest du mit uns sprechen? Ich will ein mächtiger Pirat werden? Nee. Was wisst ihr über Kalypso? Solche Informationen geben wir an dich bestimmt nicht weiter. Du bist kein Zauberer. Hör auf. Muss erst die 3 Zauberprüfungen bestehen, ne? Naja, irgendwie sowas ist das doch. Ich frage mich, wo Kalypso sein könnte. Hört mir einen Augenblick zu. Ja, Junge. Ich will ein Zauberer sein. Du kannst kein Zauberer sein. Du bist nicht alt genug. Woher kam dieses Spiel überhaupt? Dieser kleine Mann. Hört mir einen Augenblick zu. Ich will aber unbedingt Zauberer werden, ne? Ich tue alles, um ein Zauberer zu werden. Alles? Alles. Nun, du könntest uns einen kleinen Gefallen tun. Du musst wissen, alle neuen Zauberer müssen der Gilde erst einen Dienst erweisen, bevor sie aufgenommen werden. Ist das nicht richtig, Genossen? Ja, das ist richtig. Ja. Absolut. Hä? Sagt mir was und ich tue es für euch. Es ist so, schau. Wir wären äußerst daran interessiert, einen bestimmten magischen Gegenstand zu erwerben.
Ein magischer Stab, angeblich hier irgendwo versteckt. Ein magischer Stab. Wir wollen, dass du ihn für uns findest. Wie sieht dieser Stab denn aus? Er ist ungefähr 1 Meter lang mit einer Kristallleuchte am Ende. Also keine Taschenlampe. Irgendwelche Ideen, wo er sein könnte? Soweit wir wissen, war der letzte Besitzer Naflin der Geisterbeschwörer. Was damit geschah, als er starb, weiß ich nicht. Der Geisterbeschwörer. Die Geisterbeschwörer machen immer mit Flüssigkeiten und Innereien herum. Vielleicht wurde er damit begraben. Muss ich das Grab suchen? Und dann werde ich Zauberer, richtig? Wenn du den Stab findest, wirst du aufgenommen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Naflin, der Geisterbeschwörer, ist wahrscheinlich mit dem Stab begraben worden. Das ist richtig rausgezogen. Null Problemo. Wir freuen uns auf deine Wiederkehr. Also ist die herrschende Windrichtung Norden, ja? Nicht zu dir. Okay, das mit dem Bier, das lasse ich erstmal, bevor ich nicht weiß, was ich mit Bier anfangen kann. Leider gibt es hier, ne, wir haben ja jetzt gerade Thimbleweed Park beendet. Da ist man ja einige Komfortfunktionen gewohnt, wie Doppelklick für Schnelllaufen oder auch Doppelklick, um zum Bildschirmrand zu rennen. Das Blöde ist hier, die Hotspot-Anzeige, die zeigt zwar interagierbare Gegenstände, aber keine Ausgänge an hier. Und die Ausgänge werden auch nicht per Mauscursor gezeigt. Das macht es ein bisschen schwierig, manchmal die Ausgänge zu finden. So, wer ist das hier? Der Schmied. Was hat er denn hier? Einen Klöppel, ein Seil, ein Amboss. Kann ich einfach so mitnehmen? Dieses alte Ding wird niemand vermissen. Alrighty. Ein Seil geht einfach so. Den Klöppel. Da sagt der Schmied immer noch nichts. So, jetzt haben wir ein Seil, ein Klöppel. Was sagt er denn zu dem Klöppel? Ich nenne diesen Klöppel Jürgen. Jürgen Klöppel. Eine Metallstange aus dem Innern einer Glocke. Ah, okay. Das ist da genau, was ich wissen wollte, wofür dieser Klöppel denn zu gebrauchen ist. Er ist sehr muskulös. Guten Morgen. Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Peter Klöppel ist auch... Ja, da war ich nicht schnell genug. Für Peter Klöppel. Für den Gag. Es ist abgeschlossen. Aber es ist auf jeden Fall besser. Okay, der Schmied hat noch einen Amboss. Da könnte ich denn was drauflegen? Das geht doch so nicht. Ja, was denn mit dem Magnet? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Ja, ist ja gut. So, hier waren wir gerade schon mal. Hier waren ein paar Enten. Statue. Er spricht mich, glaube ich, an, wenn ich vorbeigehe, ne? Psst. Ja, doch. Haben Sie Psst gesagt? Wer? Ich. Genau. Was liegt an? Sie sind sicher an günstigen antiken Bauern. Erinnert an den Verkäufer aus der Sesamstraße. Na, eigentlich. Wer? Du? Ich? Ja, genau. Von den Uran der Grals. Nein, danke. Ich habe auch noch andere preiswerte Antiquitäten. Jede kostet nur 1 Goldstück. Ich habe nicht mal 1 Goldstück. Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten zu diesem günstigen Preis verkaufen? Wie kommt es, dass Sie Antiquitäten. Ja, wie war es mit einem O? Genau den meine ich. Das kommt durch die Rezession. Ich habe gute Handelsbeziehungen. Haben Sie ein Lösungsbuch für dieses Spiel? Tut mir leid. Gerade vor 5 Minuten habe ich das letzte verkauft, aber ich habe noch eine ganze Menge an anderem Zeug. Na gut, dann lass mal sehen. Gut, dann lassen Sie mal sehen. Alles auf der Matte gehört Ihnen für 1 Goldstück. Haben Sie etwas erblickt, das Ihr Herz erfreut? Haben Sie nicht was Magisches? Ich hätte gerne etwas wertlosen Plunder.
Nein. Haben Sie nicht irgendetwas Magisches? Aber natürlich habe ich, für den richtigen Preis. Zunächst einmal wäre hier der Kraftzaubertrank. Schau her. Wirklich lang anhaltende und schnell wirkende Magie. Er gehört Ihnen für nur 10 Goldstücke. Also gut, sagen wir 5 Goldstücke. Schön, ich... 3 Goldstücke also. Oh, kann er gut falschen. Angebot. Was haben Sie gesagt? Kann ich noch etwas sehen? Sicherlich, mein Herr. Kann ich noch was sehen? Stark herabgesetzt. Es ist ein magisches Unsichtbarkeitsarmulett. Schau her. Können Sie sich selbst noch sehen? Nein. Und es könnte Ihnen gehören. Für nur 5 Goldstücke. Ich glaube, fairer könnte der Preis nicht mehr sein. Was hat er denn noch? Kann ich noch etwas sehen? Das ist alles, was ich an magischem Kram besitze. Sehen Sie etwas, das Sie interessiert? Vielleicht habe ich hier etwas für Sie. Wirklich? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Woran könnte er denn interessiert sein? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Haben Sie irgendwelche... Hätte ich da schnell draufklicken müssen? Seit letzter Woche ausverkauft. Möchten Sie noch etwas? Nein. Von dem Magnet anbieten. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Nein. Aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Also was wahnsinnig Magisches habe ich aber nicht hier. Verschwenden naja. Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Der hat einen total seltsamen Akzent. Manchmal hat er diesen Dialekt, diesen Akzent von als Ausländer und manchmal hat er auch dann irgendwie so einen rheinischen Akzent oder so. Nein, eigentlich nicht. Tschüss. Wer braucht Sie schon? So. Die Enten? Was war denn jetzt mit der Statue? Die wollte ich ja nicht anschauen, bevor er mich nur unterbrochen hat. Haben Sie irgendwelchen magischen Kram? Haben Sie irgendwelchen magischen Kram? Ich wollte doch die Statue anschauen. Haben Sie irgendwelchen magischen Kram? Naja. Ich glaube, ich kam ja von oben. Hier ist der Shop. Dann sollte ich mir doch eine Karte zeichnen. Jetzt verlaufe ich mich hier wieder. Wir haben ja gelernt, jetzt Thimbleweed Park. Ich brauche nur 3 Straßen, dann kann ich mich verlaufen. Ah, jeder zweiköpfige Ladenbesitzer. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Oh, hier gibt es aber ordentlich was zu untersuchen. Fässer, Mehl, Bohnen. Da bin ich anders. Haushaltsreiniger Süßigkeiten. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich sage, er gehört hierher. Kuchen, Rechen. Und ich sage, er gehört hierher. So ein Hammer, okay. Den brauchen wir noch immer. Ich muss mal aufs Klo. Auf gar keinen Fall. Du wirst dich beherrschen müssen. Schau, das ist ein ultraleichter Klauenhammer. Dieser Körper gehört ein Klauenhammer? Kann ich den auch klauen? Gar nicht wahr. Ich klaue ich den Klauenhammer mal. Du bist gerade aus meiner Schulter gewachsen. Ich möchte das kaufen. Das macht 2 Goldstücke. Mist, alles kostet Geld. Das ist ja Wucher. Vergiss es. Kriege ich was geschenkt? Ich suche immer hier nämlich tot, wenn ich... Wo ist denn die? Ah, ganz unten links ist Reden. Entschuldigung? Wie kann ich dir helfen? Nein, wie kann ich dir helfen? Hör nicht auf ihn. Wie kann ich dir helfen? 10% Rabatt, wenn du mich dir helfen lässt. 20% Rabatt von mir. 30%. Oh, das ist gut. Lass dich weiter falschen. 50. Werde ich jetzt bedienen? Geht's bis 100 hoch? Das wäre gut. Was kann ich für dich tun? Ich brauche handfeste Informationen. Hast du welche? Welche Art von Informationen? Quadratwurzel. Wo in der Welt ist Carmen San Diego, ja. Was weißt du über Sordid? Er mag gezuckerte Sardellen. Und parfümiertes Badesalz. Sonst noch was? Wo in der Welt ist Carmen San Diego?
Ich weiß nicht. Ich genauso wenig. Wo ist die Tür? Kein Grund, unhöflich zu werden. Okay. War das jetzt ein Hinweis, dass der hier mit den Süßigkeiten... Sollte ich mir das merken, was Sordid gerne mag? Entschuldigung? Hallo Jungs, was gibt's Neues? Nicht viel. Vielleicht ist er ein wenig hässlicher. Und er ist ein wenig dümmer. Man sieht sich. Und tschüss. Ja, ohne Geld komme ich hier wahrscheinlich auch nicht weiter. Ich möchte das kaufen. Sind nur Fälschungen. Ich möchte das kaufen. Die kann ich dir nicht verkaufen. Oh. Ich mag sie zu sehr. Also, warum stehen die dann hier? Das ist ja kein super Geschäft dann hier. Ich möchte das kaufen. Das ist unverkäuflich. Es ist ein Familienerbstück. Der Hammer war zumindest zu kaufen. Der hat irgendwie, was hat er? 3 Goldstücke? Ich möchte das kaufen. Er ist kaputt. Dann hätte ich ihn gerne umsonst. Ein bisschen mit dem Kuchen. Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Ich möchte das kaufen. Das sind nur Vorzeigemodelle. Viel kann man ja nicht kaufen hier. Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Was habe ich denn noch nicht? Was ist in den Säcken? Ich möchte das kaufen. Was würdest du damit anfangen wollen? Was haben wir denn noch hier? Die beiden Ladenbesitzer da oben sind noch Bücher. Das sind Holzfässer. Ich möchte das kaufen. Tut mir leid, die sind alle für Narnok den Barbaren reserviert. Na gut, ich gehe ja schon. Ich bin jetzt auch auf der Suche nach einem Grab oder was Grabähnlichem. Und langsam hätte ich doch gedacht, jetzt hätte ich mir vielleicht doch eine Karte zeichnen sollen. Hier kam ich. Hier in der Gasse war ich, glaube ich, noch nicht. Oder? Geht's dann wieder hoch zum... Ist schwierig, eine Karte zu zeichnen, wenn man das macht. Auch weil hier ging man hoch raus aus dem Bildschirm und dann kommt man im nächsten Bildschirm links wieder rein. Das macht das Zeichnen nicht unbedingt gerade leicht. Ich überlege mir gleich nochmal, ob ich eine Karte anfange. Mal sehen. Eine Leiter. Passt die in meinen Hut rein. Easy peasy. Ein Wagenrad. Ups. Ein Wagenrad. Ist alles im Augenblick nur so... Ich liebe Wagenräder. So willkürliche Gegenstände, die weiß ich im Augenblick noch nicht, wofür ich die alle einsetzen kann. Es gibt sich... ergibt noch... Die Karte vom Spiel taugt offenbar nicht viel. Ja, ich hoffe mal, dass das Gebiet nicht ganz so groß ist hier. Habe ich denn... Wo habe ich denn mein Karo-Papier? Das letzte Mal habe ich nämlich mit... Kästchen Papier gezeichnet. Oh Gott, hier sind meine Karten noch vom letzten Spiel. Von welchem Spiel war das denn hier? Lila, Rot, Blau, Türkis. Hier sieht man noch so Notizen von einem älteren Stream. Das war auch so eine Chaos-Karte. Es könnte Kyrandia gewesen sein, als ich noch kein Kästchen Papier hatte. Lila, Rot, Blau. Ja, ich glaube schon. Ich weiß, mit Farben war bei Kyrandia. Notizen aus Blasphemous. Wo ist denn hier nochmal ein freies Blatt? So. Falls wir noch eine Karte brauchen, kann ich dann immer noch mit anfangen. Mal gucken, ob wir erstmal ohne zurechtkommen. Das Wagenrad, konnte ich das mitnehmen? Nee, ist nicht wahr. Geht? Das ist eine Nummer zu groß für mich. Kann ich es bewegen? Das ergibt doch keinen Sinn. Gibt diese Schieben und Drücken, ist aber es wahrscheinlich bewege, ist Schieben und Drücken gleichzeitig, ne? Ist das ein Haus, in das man reingehen kann hier? Hat man auch nicht direkt erkannt. Erkältungssaft. Ein super starker Elefantenhustensaft. Elefantenhustensaft. Okay.
Den nehmen wir doch mal mit. Guckt ja gerade keiner. Ich weiß gar nicht, wem die Hütte hier gehört. Ein Elchkopf. Ein Speziglas. Nein, Spezienglas. Verdächtige Kräuter. Muss ich fürs Schau an eigentlich auch mal klicken oder wird das direkt ausgewählt? Ja, was macht er denn jetzt? Warum rennt er denn wieder runter? Hey, was macht er? Ich mach das nicht. Irgendwas? Gruselt er sich vor dem Glas oder was? Nee, er nimmt es direkt mit. Was ist denn da drin? Das ist ein Sammelglas für wirbellose Spezies. Ja, wirbellos. Das ist wahrscheinlich das Stichwort. Ich komme nicht dran. Ja, ja, da haben wir eine Leiter vielleicht. Kann ich die Leiter mit den Kräutern benutzen? Das geht doch so nicht. Oder vielleicht... Das ist ein Elchkopf aus Pappmaché. Pappmaché ist ja besonders leicht, dann nehme ich den mit. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Vielleicht lebt er ja doch. Ist ja... Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Kann ich den bewegen? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwie ein Geheimnis hinter, wenn man an den Hörnern zieht, an dem Geweih zieht. Kann ich die Leiter irgendwo dran stellen, dass ich an die... Von hier unten vielleicht benutze Leiter mit... Jetzt geht er wieder hoch und das sagt... Das geht doch ja, so nicht. Das geht doch so nicht. Weil ich das nicht mehr hören kann. Das geht doch so nicht. Was haben die denn die anderen Charaktere in anderen Spielen immer gesagt, wenn was nicht ging? Bei Kyrandia habe ich das auch immer so häufig gehört. Was sagen denn so die Charaktere, wenn irgendwas nicht zusammen benutzt werden kann? Dann hat doch jeder seine Catchphrase. Komme ich nicht dran? Besser nicht. Ja, ist ja genau. So ein bisschen einfach gehalten, besser nicht. Es geht hoch oder runter. Ist da eine Falltür mit dran an der Leiter? Was ist das da unten? Diese Dinge kann man nicht miteinander benutzen. Ah, super. Ups. Ich drücke immer auf F11 hier. Ich sollte den Finger mal auf F10 behalten. Die Kräuter, da kommt er nicht dran. Kannst du mir gucken, wenn wir das einmal anschauen. Die sehen aus wie die, die mein Bruder anbaut. Hohoho. Dann hätte ich sie doch gerne vielleicht. Vielleicht andersrum, die Kräuter mit... Das geht doch so nicht. Oder die Schere abschneiden. Das geht doch so nicht. Mit dem Seil ranholen. Ich will diese seltsamen Kräuter, die hätte ich gerne. Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Ja, verstehe. Na gut. Gab es hier noch einen anderen Ausgang? Kamin? Kann man den Kamin löschen? Aber der Kamin ist nicht interagierbar. Der Doppelklick geht da leider nicht schneller. Ich muss mal bei Scum nochmal schauen, ob man die Laufgeschwindigkeit vielleicht noch ändern kann. Bei manchen Scum-Spielen kann man auch die Laufgeschwindigkeit erhöhen. Warte mal, kann man hier unten aus dem Bildschirm raus? Nee. Ich suche jetzt sowas wie eine Gruft oder wie einen Friedhof. Was haben wir denn hier? Schokoladentrüffeltür. Ist das ein Haus aus Süßigkeiten? Ist ein Bienenstock? Das muss ein extrem billiger Bonbonladen sein. Ein Bonbonladen. Oh, schön, dass du das wart. Vielen, vielen Dank fürs Folgen. Dann würde mich mal interessieren, ob du das Spiel auch kennst. Das ist ja, ich spiele es ja eigentlich jetzt blind. Ich kann mich an nichts mehr erinnern oder ich habe es wirklich nicht gespielt damals.
Zu nahe gehe ich da nicht ran. Brauche ich schon irgendwie Honig? Habe ich irgendwie etwas, womit ich da rumstochern kann? Den Klöppel? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nun wirklich nicht. Erkältungssaft. Spezienglas. Hey, Yuki. Schönen, wunderschönen guten Abend. Und hast du Wochenende? Oder hast du Dienst am Wochenende? Ich glaube, bei dir ist das nicht immer so ganz klar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich wollte das eigentlich vielleicht den Honig ins Glas füllen, aber der ist ja eigentlich für Wirbeltiere gedacht. Dienst. Das geht doch okay, so nicht. Okay, das geht doch so nicht. Ja. Bist du eine Säule unserer Gesellschaft, wenn du am Wochenende Dienst machst? So sagt man das dann doch auch, ne? Es ist abgeschlossen. Es ist abgeschlossen? Okay, der Bonbonladen... Ist das wirklich ein Bonbonladen hier? Bonbon. Mit G. Bonbon. Ich tue mich mal schwer, auch Bonbon mit auf Französisch auszusprechen. Ich sage auch immer Bonbon. Ist jetzt auch zu spät, mir das abzugewöhnen. Nee, ist verschlossen hier, ne? Ich habe auch kein Schlüssel, kein... Das muss ein extrem billiger Bonbonladen sein. Gibt es Essen? Kann ich den Tür vielleicht essen? Das habe ich nie so ganz verstanden. Ich dachte aber, die Schokoladentrüffel-Tür, die könnte ich essen. Dann komme ich da rein. Okay, dann weiter das Dorf erstmal erkunden. Vielleicht fange ich gleich mal an, wenn ich bei dem Händler bin hier, weil der Händler, der hat hier drei Ausgänge. Ich fange den mal so als Zentrum, als Karte zu zeichnen. So, wenn ich bei dem Händler rechts rausgehe. Beim Händler rechts. Kann man die Enten eigentlich füttern? Okay. Sind die Enten interagierbar? Nee. Okay, dann kommt man hier oben raus und ist bei dem Shop. War das der Shop mit den zwei Köpfen? Ja, okay. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Irgendwie habe ich total Spaß dran gefunden, bei den Adventure-Spiels die Karten mitzuzeichnen, seit ich das... Wo haben wir es zuerst gemacht? Oh ja, Zack McCracken. Oh, hier geht's raus, okay. Bei Zack McCracken haben wir angefangen, Karten zu zeichnen. Das war auch notwendig. Und dann haben wir gleich fast mit einem der schwersten Spiele angefangen zum Kartenzeichnen. Das nenne ich mal Stadttor, das, was hier links kommt. Weil das ist jetzt ein bisschen wie hier. Bei Zack McCracken war es auch so, man geht links raus und kommt im nächsten Screen dann oben wieder rein. Das ist ein bisschen für Kartografen ja ein Albtraum. Aber ich habe das Gefühl, ich mache die Karte erstmal in der Stadt fertig. So, nach rechts geht es zur Kneipe. Ausnahmsweise komme ich jetzt auch mal richtig rein. Kneipe. Nach oben geht es ja dann in die Kneipe. Und dann geht es nach rechts zu den Zauberern. Zauberer. In Kneipe. Und wenn ich jetzt rechts weitergehe, einmal einen schönen Überblick über die ganze Stadt hoffentlich irgendwann. Das ist der Schmied, da komme ich jetzt leider oben raus. Das machen die wahrscheinlich, damit man in der Karte, wenn man hier noch nach oben durch die Tür geht, noch Platz hat auf der Karte.
Chaos Schmied. Ich mal auch wieder eine Karte, die nur ich alleine lesen kann hier. Das ist jetzt hier extra so gezeichnet, dass das niemand anders lesen kann. Die Tür war geschlossen und wenn ich jetzt rechts weitergehe, es dauert immer total lange, wenn er seinen Walkman aufsetzt. Ah, hier geht's auch noch links auch noch weiter, ne? Nach links vom Schmied. Das war das die Hütte von dem Zauberer, wo diese seltsamen, gut duftenden Kräuter drin waren. Ah, nee, das ist meine. Okay, dann kommt man doch wieder zurück. Schreibe ich hier mal zu Hause hin. Ah. Morgen kann ich das aber nicht mehr lesen. Moment, kann ich jetzt hier den Kühlschrank irgendwie öffnen? Der war ja zugefroren, glaube ich, ne? Deswegen bekam ich die Tür nicht auf. Die Tür scheint zu klemmen. Habe ich irgendwas? Brecheisen? Noch konnte ich keins meiner Items einsetzen hier. Was ist mit dem Hund eigentlich? Den habe ich da noch gar nicht beachtet, das Hündchen. Mein kleiner Hund, Chippy. Auf keinen Fall. Wer weiß, wo er vorher war. Ich würde gern, dass der mich begleitet. Ich möchte ihn nicht wecken. Dup, dup, dup. So, der schläft, der Hund. Okay, dann haben wir jetzt hier, dann muss ich vom Haus. Das habe ich nämlich gerade gar nicht gesehen, als ich herauskam, dass man hier auch noch nach rechts gehen kann. Nach unten ging ja, glaube ich, nicht, ne? Nee. Das ist echt schwer zu sehen, dass hier rechts ein Ausgang ist. Ja, es ist halt oldschool. Okay. Jetzt ergibt die Karte keinen Sinn mehr. Jetzt muss ich einen ganz langen Strich. Das ist jetzt quasi, als ob das eine Kugel wäre, das ganze System hier. Weil ich bin jetzt beim Schmied rechts rausgegangen und komme ganz links auf der Karte wieder oben beim Händler rein. So, beim Händler nochmal nach links gehen. Da war ich noch nicht. Das ist hier. Wie nenne ich denn das hier? Wagenrad, ja. So. Ist das eine Tür? Okay, rein, komm. Sträub dich nicht. Das war das Kräuterhaus, ja. Dann mache ich hier mal so einen Bogen. Schreibt da mal Kräuter. Und wenn ich nach hier gehe, komme ich zum Bonbonladen. Ja, was Kruxel gerade auch sagte, die Karte. Was hast du gesagt? Die Karte ist nicht sehr hilfreich. Ja. Man muss schon sehen, wie man die Verbindungslinien macht und so. Zumindest, dass ich sehen kann, wo ich schon überall war, ist es ganz hilfreich. Weil jetzt, glaube ich, war ich im Dorf überall und kann jetzt aus dem... Wo war denn jetzt hier das Stadttor? Genau, da muss ich am Wagenrad nach rechts. Da gehe ich nochmal raus. Ich habe das jetzt Stadttor genannt, da wo der Garten irgendwie anfängt. Beim Händler nach rechts... Ja, ist doch ganz gut, dass ich angefangen habe zu zeichnen. Jetzt hier nach links, dann müsste ich da in das neue Gebiet kommen. Ja. Neues Gebiet, neue Musik. Also ich bin von den Pixelgrafik, die ist ja wirklich sehr schön. Also da kann man echt nichts gegen sagen. Und die Farbauswahl ist wirklich sehr, sehr freundliche Farbauswahl.
Also sehr klare Farben. Animationen, ja, sind auch schön. Auch relativ detailliert so mit den Animationen und den Personen. Simon Woodruff ist der Entwickler. Der Name sagt natürlich jetzt was wegen Simon the Sorcerer, aber ich meine, der hätte noch was anderes gemacht, Simon Woodruff. Was hat er denn nach Simon gemacht? Und der hat doch bestimmt nichts mehr mit dem dritten Teil zu tun gehabt, oder? Mit dem 3D-Teil. Oh nee, oh nee. Ich muss hier mal kurz nochmal die Karte richtig zeichnen. Statue. Du, wie zeichne ich das denn jetzt hier ein? So. Simon Woodruff erinnert mich auch, es gibt ja diese Adventure-Serie von Cocktail Vision aus den 90ern mit den Goblins, die drei Teile, und dann gibt es auch den vierten, ne, ist ja kein vierter Teil, aber das vierte Spiel in dieser Art mit Woodruff and the Schnibble of Azimuth. Daran erinnert mich der Name Woodruff auch. Ich hatte kurz überlegt, ob ich Goblins hier auch auf dem Kanal spielen soll. Ja, das ist halt sehr oldschoolig noch. Mit Teil 3D hatte er noch zu tun. Teil 4 und 5 nicht mehr. Das waren deutsche Produktionen. Wow. Ja, da hat er wahrscheinlich auch wenig Erfahrung mit 3D gehabt. Das kann auch manchmal sein, weil die Idee war, das in eine neue Dimension zu bringen. Und dann verrennt man sich da mit der neuen Technik dann auch. Hatte das nicht auch sogar Jump-and-Run-Elemente gehabt, also Geschicklichkeitselemente gehabt, der 3D-Teil? Teil 4 und 5 sagt mir schon gar nichts mehr. Kamen die auf Mobilgeräten raus? Oh, hier geht's wieder alle vier Richtungen, das ist aber blöd. Ich glaube, ich sollte eine neue Karte anfangen für den Wald hier. Das mache ich mal. Ich mache mal hier Wald und dann fange ich mal ein neues Kästchen in der Mitte an, damit ich hier frisch eine neue Karte zeichnen kann. 4 und 5 gab es für den PC. Wie sag mir... waren das... Nee, das waren aber nicht sowas in der Telltale-Art-Serie. Das ist so eine episodische Adventures waren. So wie Sam & Max gemacht hat oder Tales of Monkey Island. Sondern wirklich klassische... Keine Ahnung, was auch nur... Ja, mehr würde ich jetzt auch nicht mehr spielen wollen als Teil 1 und 2. So, hier geht's noch... In alle vier Richtungen. Nach links geht's ja zur Stadt. Ja, Dorf. Der geht's schnell in seine Idle-Animation über. Na super. Ich gehe hoch und dann komme ich wieder links raus. Ich habe Kyrandia-Flashbacks mit Labyrinthen im Wald. Okay. Jetzt sag nicht, oh, hier geht's auch nach unten. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist meine Karte total. Okay, aber passiert wenigstens was. Au! 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 Mein armer Fuß! Als der Barbar, okay. Er weint, weil ein Dorn in der Ferse seines Fußes steckt. Dann habe ich eine Pinzette. Mein armer Fuß. Aber vielleicht kann ich das ja einfach mit Reden entfernen. Mal gucken. Ja. Kannst du mir helfen, Junge? Was schreibst du noch? Sofern nicht irgendwann der damals bereits zu einem Großteil fertige, richtige dritte Teil vollendet wird, habe ich nicht nochmal vor, einen weiteren Simon-Teil zu spielen. Ja. War der dritte, der Prototyp, war das klassisch, wahrscheinlich dann noch ein klassisches Adventure gewesen, bevor sie dann auf 3D umgeschwungen sind, ne? Haben wir ein Problem? Haben wir ein Problem? Es ist dieser Dorn. Er steckt in meinem Fuß. Ich kriege ihn nicht raus.
Ist jetzt wie mit dem Elefanten und der Maus, ne? Die Geschichte. Wie hast du mit dieser schlimmen Wunde überlebt? Es war nur der Mut eines Bären, der mich vor dem Durchdrehen bewahrte. Der Mut eines Bären. Lass uns mal einen Blick drauf werfen. Gleich hab ich ihn. Es könnte ein wenig stechen. Habe ich jetzt einen neuen Freund? Fertig. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Ist schon okay. Ganz gut. Aber hier, nimm diese Pfeife. Eine Pfeife? Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, dann blase einfach hinein. Danke. Ein netter Kerl. Pfeife holt den Barbaren. Ich gebe es aber gleich auf, hier eine Karte zu zeichnen, weil es ist total chaotisch jetzt hier. Angeblich war der dritte Teil schon zu ca. 80% fertig, bevor der Publisher wollte, dass ein 3D-Spiel wird. Klassiker aus der Zeit. Erinnert mich auch ein bisschen daran, dass es ja auch zu World of Warcraft ja schon relativ fortgeschrittenes Point-and-Click-Adventure gab. Also Warcraft. World of Warcraft gab es ja dann noch nicht. Wie hieß das denn? Das Adventure zu Warcraft. Da sah man ja auch schon viele Spielszenen. Das war auch so ein schöner 2D-Zeichentrickstil. Das war richtig schön. Ich störe ihn besser nicht. Er erholt sich noch von dem Schock der Operation des Dornes aus seinem Fuß. Ja, kurz bevor es in die 3D-Sachen ging, das war so wirklich der Höhepunkt der Point-and-Click-Adventures. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das jetzt wieder der Weg? Geht's hier zum Stadttor? Ist das richtig? Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal hoch. Ja. Das Mantra, das haben wir auch schon echt gehört. Das kann man auch so ein bisschen wirklich irgendwo aufhören. 3D, 3D kills the adventure genre. Eine weise Eule. Ist nicht weiß, sondern weise. Ist noch was hier? Okay. Sie sieht nicht besonders clever aus. Also ich muss sagen, bisher haben wir ganz wenig Rätsel gehabt. Ich laufe nur im Augenblick rum und sammle Sachen ein. Ich weiß noch nicht genau, was für irgendwelche Rätsel benutzt werden muss. Das geht ein bisschen langsam an. Weil ich weiß, dass ich diesen Stab holen soll und der muss irgendwo auf dem Friedhof sein, soweit ich das im Kopf habe, weil die gehörte das kann ich gar nicht mehr lesen, was ich geschrieben habe. Der hat Geister beschwört, ein Geisterbeschwörer, und der in seinem Grab soll der den Stab vielleicht mitgenommen haben, den ich suchen soll, um ein Zauberer zu werden. Gut, die Zauberer helfen mir dann weiter, wie ich dann irgendwie zu Sordet komme und vielleicht Calypso retten kann. Das ist so meine Aufgabe im Augenblick. Aber ein Rätsel habe ich bisher noch nicht gelöst. In der ganzen Stunde, in der ich jetzt spiele. Mal gucken, ob sich das nochmal ändert. Entschuldige mich, Junge. Da ist eine Feder runtergefallen. Ich kann mich nicht erinnern, aber macht nichts. Na klar. Ist er die vergessliche Eule? Ist die Feder denn, ja, gut, die kann ich nehmen. Aber man kann wenigstens die schöne Pixelgrafik bewundern, da kann man echt nicht meckern. Das habe ich gerade schon mal gesagt. So, okay. Ich gehe mal weiter. Ich suche immer noch das erste Rätsel. Dubidubdu. Schubidubidu. Habe ich aufgegeben, im Wald eine Karte zu zeichnen. Oh je. Oh je, jetzt sind einfach zu viele Ausgänge für eine 2D-Karte, also für eine Karte auf dem Kästchen Papier.
Aber zumindest wiederholen sich die Grafiken der Hintergründe hier nicht. Bisher noch nicht zumindest. Das ist alles nicht benutzbar hier. Ich drücke jedes Mal, wenn ich in einen neuen Screen komme, direkt erstmal auf F10, um zu schauen, ob irgendwo ein Hotspot ist. Aber... nix. Ist das nicht die Location, die wir aus dem Intro gesehen haben, wo die... Was waren das? Ogres? Orks? Teleportiert haben? Ist doch die Stelle. Ein Steintisch, der zum Opfern von rasierten Löwen verwendet wird. Rasierte Löwen? Woher weiß er das denn? Du hast das Spiel so in Erinnerung, dass der Wald aus vielen Räumen besteht, in denen es ein Rätsel gibt, für das man offenbar einen Gegenstand braucht, den man meist in einem anderen Raum findet, wo man wieder einen anderen Gegenstand braucht, um an ihn zu bekommen. Ja, so eine Kette. Ich hoffe mal, das habe ich ja von vornherein gesagt, ich hoffe, dass das logisch ist. Dass man genau weiß, was man tun muss. Ja. Meine Feder, kann man sich vorstellen, wofür man die vielleicht nutzen kann. Da kann man jemanden kitzeln, da kann man jemanden foltern. Mit der Pfeife kann ich den starken Barbaren rufen. Aber bisher habe ich noch... Oh, ist ja schön hier mit dem Vogel. Ist eine nette Animation. Ein Falken. Wenn man irgendwann den ersten Gegenstand hat, kann man das halbe Spiel auf einmal lösen. Meinst du, dann ergibt alles einen Sinn? Weil man dann erkennt hat, was man zu tun hat. Das heißt, ich suche erstmal noch ein bisschen den Wald ab und gucke mal, ob ich irgendwas finde. Was mich auf die richtige Fährte bringt. Okay, Baustelle. Halt, geht noch nicht weiter, Simon, hier. Da steht, Vorsicht, paläontologische Ausgrabungen. Aha. Kann ich mit der Leiter da runterklettern? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Simon 2 hatte ich kürzlich wieder gespielt, hatte ich aber auch besser in Erinnerung gehabt. Ja. Paläontologische Ausgrabungen. Ist da was für meine Spielzienglas drin? Ist da jemand drin? Kann ich ja mit jemandem reden? Hallo, ist da unten jemand? Hier ist uns niemand außer mir. Haben Sie eine Genehmigung, mein Herr? Genehmigung? Wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben? Sind Sie ein Pirat? Wo wir schon mal die Anspielung schon mal hatten. Sind Sie ein Pirat, der nach Schätzen buddelt? Nein, ich bin der berühmte Dr. Henry Jones. Was? Henry Jones? Müssen Sie da vielleicht irgendwo Lizenzgebühren bezahlen? Henry Jones ist doch der Vater von Indy Jones. Natürlich, der bekannte Höhlenforscher. Spießer, ich bin der bekannteste Paläontologe der Welt. Ich suche nach der Verbindung zwischen Mensch und Gemüse. Mensch und Gemüse? Sie meinen Helmut Kohl? Mein Name ist Zeim, nicht Uli Stein. Oh je, ist ein bisschen flach. Sie meinen Helmut Kohl? Nein, ich meine Fossilien, mein Junge. Sie sind der Schlüssel zu diesem Geheimnis. Du hast nicht zufällig welche herumliegen sehen? Fossilien? Nein. Sag mir, falls du welche siehst. Okay. Okay, bitte Fossilien. Da haben wir schon mal wieder was für eine... versprechende Gesteinsader entdeckt. Ich sehe schon, dass ich hier nicht erwünscht bin. Schreib mir mal Fossilien auf, dass ich dran denke. Aber im Augenblick habe ich ja noch nichts. War hier noch was anderes? Nee. Ja, Monkey Island Day of the Tentacle ist auch schon Raum benötigter Gegenstand, check, genau. Deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Man weiß zwar noch nicht genau, wofür man das braucht. Das ist doch ein Oh, sieh nur! Da steht was drauf. Das ist eine Fossilie. Da ist das Wort Wir drauf gekritzelt.
Da ist das Wort Bier drauf gekritzelt. Ah, Bier. Ich habe erst wir verstanden. Also Bier. Bier wie das Bierfass in der Kneipe. Muss ich den Stein auf das Bierfass werfen vielleicht? Weil ich kam ja sonst nicht an die Fässer dran. Aber ich mein Gott, ich wüsste nicht warum, aber... Ist das Bier? Ja, es ist Bier da oben. Zwergenmine. Da oben geht's auch noch weiter. Hey, man kann ja auch echt einen Ausgang verpassen hier. Ich weiß nicht, ob man da oben durchgehen kann, aber es sieht so aus. Aber ich gehe erstmal in die Mine rein. Hey! Nur für Zwerge! Oder auch nicht. Ich bin ein Zwerg. Klar bist du einer. Hinfort mit dir, oder du spürst meinen Stahl im Leib. I see faces. Ich sehe Gesichter. Leute. Das sieht aus wie ein Gesicht hier. Das ist das Auge. Das ist die Nase hier. So eine sehr gewinkelte Nase. Das ist der Mund. Hier oben dachte ich auch erst, wäre ein Gesicht. Dass das die Nase ist oder so. So, hier oben sieht es auch noch so aus, als ob man da hingehen kann. Da ist noch eine Höhle. Höhleneingang. Ich versuche mir jetzt mal alles zu merken, wo ich schon war. Da geht es auch noch weiter, glaube ich, da oben. Oh, ein neues Gebiet. Okay, wo sind wir hier? Bei einer Tür. Es sieht aus wie ein Sumpf hier. Wir sind durch die Höhle zu einem Sumpfgebiet gekommen. Ich klopfe besser vorher an. Ist das eine Kröte oder was ist das hier? Schildkröte, ne? Nee, doch nicht. Ah. Eine Eidechse. Sumpfling. Vielen Dank für die Einführung. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo. Guten Tag. Ich mich freuen, dass jemand kommen mich besuchen. Ich mich freuen riesig. Ich glaube, ich habe es nochmal angefangen, habe ich das Gefühl. Also ich habe irgendwie ja einen Screenshot am Anfang des Spiels für die Ankündigung gemacht, mit so einem schlafenden Riesen. Und ich meine, da mich dran erinnert zu haben, aber ich an das hier, was ich jetzt gerade sehe, das kenne ich gar nicht mehr. Aber vielleicht spielt man das ja auch in einer anderen Reihenfolge. Vielleicht habe ich das damals, bin ich anders durch den Wald gelaufen oder so. Aber an den kann ich mich nicht erinnern. Hier stinkt's wirklich übel drin. Also ist eigentlich blind, was ich gerade spiele. Ich nichts riechen kann, bis auf köstlichen Sumpfling-Sumpfsuppe. Köstlich? Das ist... ekelerregend. Lass mich raus, bevor ich mich übergebe. Ich gedenk, du sei mein erster Geburtstagsfreund. Oh. Ich gedenk, du gekommen, um mit mir zu spielen. Niemand besucht Sumpfling mehr. Zwei noch nicht, ich bin noch da. Ich würde eher eine Jauche gebuschelt. Nein, ich hab Mitleid. Oh. Jetzt weine doch nicht. Ich bin doch da. Sitzen, sitzen. Ich gebracht Geburtstagssuppe. Die Stimme von Simon kommt mir auch bekannt vor aus anderen Videospielen. Oder auch Adventures oder so. Gefühlt. So, Sumpfling-Suppe. Warte, damit bin ich nicht einverstanden. Freund, ich gebe meinen Freund spezielle Sumpfsuppe. Uraltes und geheimes Rezept, das von Sumpfling zu Sumpfling über Generationen weitergereicht wird. Das kann ich nicht essen. Ich werde sterben. Was ist drin? Ich habe gerade gegessen. Was ist in diesem Zeug denn drin? Vielleicht will ich es gar nicht wissen. Uraltes, geheimes Rezept kann geheime Zutaten nicht verraten, bis auf eine. Sumpfschlamm. Sein sehr wichtig. Ich hätte nicht fragen sollen. Und das soll ich essen? Komm, Augen zu und durch. Niemand mag Sumpflingskochkünste mehr. Stunde nicht gebraucht, um zu kochen. Jetzt muss alles wegschmeißen.
jetzt mal wieder etwas AFK. Ja, bis später mal. Wenn es dich glücklich macht, esse ich ein wenig. Schmeiß es nicht weg, ich hätte Lust drauf. Schmeiß es nicht weg, ich hätte Lust darauf. Super! Diese Suppe mir gut gelungen. Die Holzläuse es machen schmackhafter. Ah, zu viel Informationen. Ich wünschte, das würde jetzt dir passieren. Ich glaube, ich höre etwas. Gäste? Er wird ganz grün, okay. Niemand da! Forever alone. Ich habe es schmecken. Genug dafür, Freund. Gnade. Es war köstlich, ich bin voll. Okay, noch eine Schüssel. Okay, noch eine Schüssel. Wir ziehen das jetzt durch hier. Ist ja. Auf, ist gut für dich. Oh nein! Was kann ich denn nehmen? Den Kescher hätte ich gerne, wenn er abgelenkt ist vielleicht. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Ich kann den armen Kerl doch nicht bestehlen. Sitzen, sitzen! Okay, er ist aber abgelenkt eine Weile. Das heißt, ist vielleicht die einzige Möglichkeit hier zu... Die einzige Möglichkeit hier rauszukommen. Das gehört mir nicht. Kann ich diese Suppe... Das habe ich bereits. Die Suppe hier abfüllen? Ah, das geht. Okay. Unser erstes Inventarrätsel. Wir haben eklige Sumpfsuppe. Okay, es war köstlich, aber es ich muss gehen. Köstlich, aber ich muss jetzt gehen. Stellt einfach noch eine ist hin. Auf. Ist gut für dich. Oh nein. Ich glaube, ich muss verschwinden, während er hier mir den Rücken zudreht. Hilft ja nichts. Tut mir zwar leid, aber... Ich komme auch nochmal wieder. Glück gehabt. Bin leider nicht an den Kescher gekommen. Ein Glas mit scheinbar lebendigem Sumpfschleim. Sehr lebendiger Sumpfschleim. Will ich hier überhaupt noch weiter? Ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich im Wald erst weitermachen. Aber jetzt bin ich schon mal hier. Irgendwann wird es ja auch eine Sackgasse vielleicht geben, wo ich noch nicht weiterkomme. Ich mache mal einen Speicherstand zwischendurch. Wo ist denn meine Postkarte? Da. Das ist der Sumpf. Na, ist jetzt nicht mehr der Sumpf. Wir sind jetzt hier. Stand an einem Berg. Eine grausame Statue. Die Statue eines extrem hässlichen Barbaren. Will das vielleicht mein Barbarenfreund sehen? Ich hol den mal irgendwie, vielleicht versuch ihn mal ranzuholen. Hey Bigby, vielen Dank fürs Folgen. Ich hoffe, du hast Spaß bei Simon. Unter meinem Rumstolpern hier, ich gehe jetzt ein bisschen ziellos auch gerade rum. Achso, genau, ich wollte jetzt den Barbaren holen. Oh Gott, ich suche mich mal tot, bis ich das Benutzenverb finde. Das bringt nichts. Ist irgendwie blockiert. Die Pfeife ist blockiert? Das bringt nichts. Ist irgendwie blockiert. Eine äußerst pfiffige Pfeife. Die ist blockiert, wenn... Das geht doch so nicht. Muss man die reinigen erst, oder... Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Das geht doch so nicht. Kältungssaft. Ja, genau. Nur noch 4 bis zur 50. Bis zur großen 50.
bis zur Twitch-Pensionierung. Zwischendurch ist auch wieder jemand abgesprungen. Es fällt ja jetzt immer auf, wenn man noch so wenig verloren hat, dann fällt das ja immer auf, wenn einer wieder abspringt. Dann denkt man, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich das falsche Spiel gestreamt? Aber da ich jetzt zwischen Retro und aktuellen Spielen immer wechsle, kann das natürlich sein, dass es dann irgendwie auch so passiert, dass es dann irgendwann für manche nicht mehr so interessant bleibt. Wenn die irgendwie beim aktuellen Spiel eingestiegen sind und dann spiele ich ein, zwei Retro-Spiele hintereinander. So, ich konnte den Barbaren jetzt nicht rufen. Mal gucken, jetzt geht das wahrscheinlich in die Barbaren-Welt hier. Da ist noch was. Ach, das ist eine Zauberstatue jetzt. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie groß dieses Spiel ist, ob man hier schon viel erforschen kann. Eine solide Steinstatue eines Zauberers. Ich mach doch nichts falsch. Man kann auch gar nichts falsch machen, ne? Man, die Spielauswahl, die spiegelt ja auch ein bisschen die persönlichen Präferenzen wider. Das ist, an den kann ich mich nämlich erinnern irgendwie. Das war nämlich der Screenshot, den ich gepostet hatte für die Ankündigung auch. Weil ich meine, der wenn man den wegschmeißt, drückt er irgendwie diesen Baumstamm runter. Dass man da weiterkommt. Er schläft tief und fest. Kann man den mit der Feder wecken? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Okay, ich dachte, den könnte ich vielleicht wachkitzeln. Ich glaube, ich kann nicht laut genug schreien. Kann ich ihm die Pfeife in den Mund stecken? Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Ich dachte, wenn ich ihm die Pfeife in den Mund stecke, weil er irgendwie größer ist, kann er die Blockier das lösen, wenn er feste da reinpustet. Wenn ich das irgendwie umschmeißen könnte, dann hätte ich einen Weg über den Abgrund. Habe ich noch irgendwas, um den zu wecken? Die Feder kam jetzt da am sinnvollsten vor. Ich habe einen Erkältungssaft, aber der klingt jetzt nicht erkältet. Das geht doch so nicht. Das geht nur wirklich nicht. Dann gehe ich nochmal zurück zum Wald, weil ich habe das Gefühl, da habe ich ja noch einiges übersehen. Dauert jetzt so eine Weile, bis man wieder zurückkommt. Es gibt ja doch ein Fast Travel. Ich bin ja so doof. Ich hab doch meine Karte hier. Baum der... Ah ja, Zentrum des Waldes, Dorf, Baum der Eule. Schlafender Riese. Das ist ja praktisch jetzt, okay. Hab ich ganz vergessen, dass es hier eine Weltkarte gibt. Da frage ich mich, ob die Weltkarte das gesamte Spiel darstellt oder ob es noch eine zweite gibt oder ob das jetzt... Man ist ja ganz überrascht manchmal, wenn man so früh Adventure spielt, dass die eigentlich ja gar nicht so groß sind. Weil man früher ja ohne Lösung immer sehr lange gebraucht hat, um da durchzukommen. Und im Stream habe ich ja auch dann Hilfe, wenn ich mal nicht weiterkomme, kann im Chat noch manchmal jemand helfen. Da kommt man dann auch weiter. Wer ist denn das da? Ein Holzfäller. Ich hätte wissen müssen, dass das passiert. Was ist passiert, mein... Die ganze Zunft wird sich über mich totlachen. Wie soll ich jetzt weiterleben? Wo ist das Problem? Entschuldigung. Was gibt's? So eine gute Stimme. Richtig desillusioniert. Du siehst aus, als ob du Aufmunterung nötig hättest. Niemand kann mich aufmuntern. Mein Leben ist zerstört. Ah, okay. Aber leben wir nicht in einer wunderbaren Welt? Nee, das ist nicht das Richtige zu sagen, wenn jemand Depressionen hat. Man muss Leichtes und Schweres ertragen. Das Leben ist kein Schlucker. Es sind alles keine guten Antworten für jemanden mit Depressionen hier. Man muss eben Leichtes und Schweres ertragen.
Was mich betrifft, ich muss Schweres und noch Schwereres ertragen. Womit habe ich das verdient? Aber wo liegt denn das Problem? Genau, was genau ist das Problem? Was genau ist das Problem? Bäume. Bäume? Bäume. Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Nee, lass doch mal das Licht an. Schon so dunkel geworden sonst. Wo kann denn ein Problem sein? Wie kann denn ein Baum ein Problem sein? Es sind nicht alle Bäume, nur die hier in der Gegend. Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Hat er eine Gummiaxt vielleicht? Hast du die Axt auch richtig herumgehalten? Ich habe versucht, sie auf jede erdenkliche Art zu halten, aber ohne Erfolg. Hört sich an, als ob es sich um Gummibäume handelt. Ja, das habe ich erwartet. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. Ja, der Immobilienmarkt. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Warum kaufst du nicht einfach eine magische Axt? Weißt du, wie viel diese Dinger kosten? Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril und es ist das härteste bekannte Metall. Mithril, das habe ich auch früher gelernt, als ich Mitte, Ende der 80er The Bard's Tale gespielt habe. Da ist mir auch zum ersten Mal Mithril untergekommen. Das erste Edelmetall, was man da bekommen kann. Okay, nun hast du das Problem gelöst. Ich werde mal sehen, ob ich welches für mich bekomme. Was? Härter als Diamant? Was? Härter als Diamant? Diamant ist kein Metall. Aber es ist härter als Diamant und noch seltener. Ich kenne noch nicht mal einen, der es gesehen hat. Hm. Wir waren ja schon bei der Zwergenmine. Die haben mich bloß nicht reingelassen. Genau. Hast du schon mal die Zwerge gefragt? Wenn du Mithril willst, sind die Zwerge das Richtige. Aber diese gestutzten Kerle wissen absolut nichts über Milrit. Als ich sie fragte, okay, gaben sie mir nur diesen Metalldetektor. Oh, den hätte ich gerne. Kann ich den haben? Genau, gib mir den Metalldetektor. Glaubst du... Wie kommt ein Metalldetektor in diese Dimension? Wie kommt ein Metalldetektor in diese Dimension? Was machst du in dieser Dimension? Für das Wohl der Menschen arbeiten. Dieser Metalldetektor erkennt Metall. Warum nimmst du ihn nicht und suchst die Gegend nach Milrit ab? Du würdest auch nicht schlechter als ich abschneiden. Okay. Gib ihn mir. So. Warum habe ich nicht auf meinem... Der ist auf Milrit-Suchmodus eingestellt. Okay, wieder in die nächste Aufgabe. Wir bekommen langsam ein paar Aufgaben. Das ist schon mal ganz gut. Eine Schlucht. Schon wieder ein Gesicht hier, ne? Die Augen und die Nase und der Mund hier. Das machen die doch absichtlich. So. Wie wäre es denn, wenn wir die Leiter benutzen mit der Schlucht? Die muss doch mal für irgendwas gut sein. Das geht doch so nicht. Das geht immer noch nicht. Warum denn nicht? Da ist jemand am Fischen. Am Fischen dran? Dann rufen wir mal runter. Nee, mit der Schlucht reden. So. Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Wenn da jemand am Fischen ist, kann ich denn... Wie benutze ich denn den Metalldetektor? Muss ich den einfach... Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Nee. Milrit. Da ist jemand am Fischen. Hat er das Seil benutzen? Ich habe ja noch das Seil, genau. Das geht doch so nicht. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch Inventarrätsel machen muss. Also Inventarsachen miteinander kombinieren muss, um irgendwie auf eine Lösung zu kommen.
So, das ist gar keine Falltür gewesen bei der Leiter gerade eben. Das ist einfach nur die Schnalle seiner Tasche gewesen. Ich dachte, das gehört noch zum Item Benutze hier. Benutze diese Karte, um schneller vorwärts zu kommen. Schlucht. Die beiden Gegenstände, die jetzt nützlich wären, da runterzukommen, haben nicht funktioniert. Erkältungssaft. Ja, gehe ich nochmal ein bisschen auf Erkundungstour im Wald, glaube ich. Wusste ich doch. Es war zu schön, um wahr zu sein. Du, Turido. So, hier waren die Zwergen. Kann ich denn hier... Das geht doch so nicht. Die Zwergmine durfte ich, glaube ich, nicht rein, ne? Die haben mich ja nicht reingelassen. Ich habe überlegt, ob ich mit dem Zwerg in der... Ich hab dir doch gesagt, ja, dass du abhauen sollst. Aber ich bin ein Zwerg. Hör zu, mein Freund. Zwerge tragen Bärte. Also verzieh dich. Ich habe ihn abrasiert. Okay, ich schreib mir mal auf. Ich gebe dir 3 Sekunden, um zu verschwinden. Wir brauchen ein Bad, um in die Mine zu kommen. Mit Federn komme ich da nicht weit. Kann man hier noch hochgehen? Oh, Doppelportal. Was haben wir denn hier? Papier. Unter dem Stein versteckt. Einkaufsliste. Eine Einkaufsliste für den Geschäftsinhaber in der Stadt. Eine Einkaufsliste für den Geschäftsinhaber in der Stadt. Ich glaube, die muss man von innen öffnen. Dann reise ich mal zurück zur Stadt. Erstmal gucken, ob ich die Einkaufsliste abgeben kann. Oder erstmal zur Eule. Ich gehe erstmal zur Stadt. Da ist ja auch direkt der Shop. So, dann gebe ich dem mal die Einkaufsliste. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelees. Da bin ich anderer Meinung. Er gehört hierher, zu dem restlichen Gemüse. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Was? Ich sage, er gehört hierher. Ach, das Kalypsus-Notiz. Da ist ja die Einkaufsliste. Die sieht nur genauso aus. Das ist einfach nur eine Einkaufsliste für den Geschäftsinhaber in der Stadt. Entschuldigung? Du bist nicht der, der sonst kommt. Er ist krank. Oh, na gut. Sag dem Lieferjungen, dass wir es draußen stehen lassen, wenn wir damit fertig sind. Aha. Okidoki. Was wird das wohl sein? Muss ich wahrscheinlich ein bisschen rumlaufen, bevor es fertig wird. Hier ist es noch nicht. Ich reise nochmal zum Baum der Eule. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgangspunkt, um ein bisschen weiter zu erforschen. Sonst habe ich ja noch nichts hier, ne? Die sagt aber nicht mehr. Ich meine, ich habe von ihr immerhin die Feder bekommen. Entschuldigung? Oh, du. Schon wieder. Ah, doch. Jetzt kann ich mit ihr sprechen. Ja, mach's gut. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal, Yuki. Und ja, ich weiß nicht, ob ich ein schönes Wochenende wünschen muss, wenn du Dienst hast, aber doch, natürlich kann ich ein schönes Wochenende wünschen, auch wenn du Dienst hast, auch wenn es für dich kein typisches Wochenende ist. Erinnerst du dich, was du noch wolltest? Wolltest? Willst du etwas? Ja. Was? Wollte ich? Ich weiß es nicht. Du kannst dich nicht erinnern? Was kann die... Ich kann mich... Erinnern? An... alles erinnern.
Ich bin... eine weise Eule. Ich bin nur nicht gut mit... Wörtern? Wörtern, ja. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Tipps? Ja. Du bist... gut gekleidet? Nein. Gut rasiert? Nein, nein. Dein Name? Simon? Genau. Ja. Woher weißt du meinen Namen? Kann ich einfach eins drücken auch? Ich dachte, man kann ja auch mit der Tastatur das auswählen, aber es geht nicht, die eins davor. Woher weißt du meinen Namen? Die, Sterne haben es mir gesagt. Ich bin ein, Idiot? Nein, Eule. Nein, Sternendings da, Astrologe. Ja, Astrologe. Eule. Ja? Welchen astrologischen Tipp kannst du mir geben? Rat? Ja, Ratschlag. Ich habe einen, Tipp. Ja? Kleine Steine, sind, oftmals, sehr hilfreich. Ist das alles? Im Augenblick, ja. Großartig. Komm zurück, später? Ja, Ich glaube, die Mühe mache ich mir nicht. Ist das das eingebaute Hilfesystem hier, falls, wenn man nicht weiterkommt, die weiße Eule, dass man sich durch die langsamen Dialoge quält und am Ende bekommt man einen Tipp? Weil ich habe ja immer noch diesen Stein, genau, wo Bier draufsteht, den wollte ich ja in der Kneipe ausprobieren und irgendwie auf das Bierfass werfen oder was auch immer damit machen. Ich guck mich erstmal noch ein bisschen im Wald um. Kann man hier hochgehen? Nein. Ich brauche hier ein Bad. Ich brauche irgendwas. Hier war der Barbar, ne? Ja, der ist jetzt nicht mehr da. Ich glaube, da bin ich letztes Mal nach links gelaufen. Okay, jetzt komme ich. Oh, meine. Ich glaube, hier oben bin ich schon hergelaufen. Was ist denn das für ein... Kannst du mal bitte still sein? Tut mir leid, Alter. Ich kann dich nicht hören. Nenn mich nicht Alter. Mal kurz auf. Ich bitte um Verzeihung. Danke. Wie kann ich dir helfen? Erstmal aufhören, genau. Wie wär's, wenn du erstmal das Atmen anstatt was zu erlässt? Das könntest du mit dem Krach. Könntest du mit diesem Krach aufhören? Bestimmt nicht. Ich bin ein professioneller Musiker. Willst du mich verkackeiern? Wie meinst du das? Verkackeiern. Das ist auch ein schönes Wort. Nicht nach Musik. Ich verstehe, alter Junge. Guten Tag noch. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Ha. Da geht er vielleicht nur vorbei, wenn er sich was in die Ohren stopft. Wachs oder sowas. Und ich glaube nicht, dass ich da herkomme. Da fängt direkt ein Gespräch an, ne? Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Moment mal, das sind... Vielleicht kann ich im Stein da oben reinwerfen. Das hier ist das Sausophon. Also, benutze Stein. Das geht. Hier bleibe ich keine Sekunde länger. Nee, das geht hier nicht. Also entweder muss ich mir was in die Ohren stopfen oder ich muss was finden, oben in das Sausophon zu stecken. Der Stein ist es nicht. So, jetzt haben wir uns wieder verlaufen, aber ich glaube hier, wo könnte es hier nochmal hingehen? Hier kommt, hier war der Falke, glaube ich auch. Das war dann am Ende dieses Weges gewesen. Ah ja, der Steinaltar, genau.
wo rasierte Löwen geopfert werden. Dann schaue ich jetzt gleich oben rechts nochmal. Im nächsten Raum. Und dann gehe ich nochmal in die Taverne zurück mit meinem Bierstein. Oder ist das vielleicht ein Fossil? Mal sehen. Kürze, Stein. Das geht doch so nicht. Dann reisen wir jetzt nochmal schnell zurück zur Taverne. Vielleicht ist auch mittlerweile die Bestellung fertig von dem Ladenbesitzer. Dann reisen wir jetzt direkt ja davor. Nee, ist noch nicht fertig. Hier steht noch nichts. Okay, wie ging's zur Kneipe? Achso, von da habe ich eine Karte von dem hier. Vom Händler geht's zum Schmied, bin ich jetzt genau. Und vom Schmied nach links müsste es eigentlich zur Kneipe gehen. Nein, das ist mein Haus. Vom Schmied nach oben. Hier oben raus? Ja, genau. Und wenn der Hier ist noch ein Zwerg. Von dem Zwerg hätte ich vielleicht... Kann ich in den... Ich schneide ihm mit meiner Schere den Bart ab. Der schläft ja. Das muss doch funktionieren. Okay, jetzt haben wir den Bart. Brauchen wir irgendwie Kleber noch vielleicht? Oder kann ich den einfach so tragen? Ich glaube, hier nützt das nicht viel. Okay, dann gehe ich. Da habe ich schon mal ganz gut. Dann habe ich schon mal was, um vielleicht um die Mine zu kommen. Gut, dass ich hier bin. So, jetzt spreche ich nochmal mit dem. Ich bekomme jetzt auch nochmal Durst. Ich habe ein bisschen Wasser, aber ich hole mir, glaube ich, nur eine Cola gleich aus dem Kühlschrank. Da habe ich gerade Lust drauf bekommen. Ich bin's wieder. Oh ja? Ein Wet Wizard. Ich hätte gern einen Wet Wizard. Einen Moment bitte. Wenn ich jetzt benutze Stein mit... Das geht doch so nicht. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwo etwas Spatzensaft. Wo denn nur? Das ergibt doch keine... Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Nein, man sieht sich. Ich gebe ihm dann einfach mal nur. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Ich glaube nicht, dass sie dafür Verwendung findet. Und jetzt muss ich mal versuchen, ob ich schnell... der zur Mine bekomme. Ohne mich zu verlaufen. Die Mine war rechts neben dem Paläontologen. Der war, glaube ich, hier, ne? Also hier, wenn ich hier auf der linken Seite von der Eule. Oh je, das kann ja heiter werden jetzt hier. Hier war der Barbar. Komme ich jetzt rechts zum Paläontologen? Nein, nicht ganz. Hier rechts, oder? Ja. Ist auch gar nicht so einfach, die Karte zu zeigen. Hier 1, 2, 3, 4, 5 Ausgänge hat dieser Raum auch. Aber hier bin ich richtig. Ich weiß nicht, ob ich hier da nochmal die Mühe machen werde, doch nochmal eine Karte zu zeichnen. So, jetzt ziehen wir hier mal gleich den Bart an. Ich hoffe, das macht er einfach so ohne Bartkleber.
Aber unser erstes... Wow, sehr hilfreich. Kratzt nur ein wenig. Bisschen Fortschritt. Hallo, mein Freund. Hallo. Wie lautet das Passwort? Oh. Bier. Ist es Bier? Du kannst rein. Na endlich. Alright. Das war der Stein dann doch noch für was gut. Apropos Bier, ich gehe mal kurz an den Kühlschrank, hole mir zwar kein Bier, aber ich hole mir eine Cola. Bis gleich. So, kann schon weitergehen. Gerade so Durst bekommen. So, einmal checken. Ein Zwerg, noch ein Zwerg, ein Tisch und eine Flasche. So, ich suche hier mal gucken, kann ich hier... Metalldetektor benutzen. Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Milrit, der sagt ja auch, die Zwergen, die kennen sich nur mit Mithril aus. Stopp, Wache, lass ihn nicht durch. Nur für Zwerge im Dienst. Ich bin ein Zwerg. Ich bin ein Zwerg im Dienst. Nein, bist du nicht. Das ist nicht fair. Also, zieh Leine. Ich bin im Dienst für Axtgesicht-Schädelbrecher. Ich bin im Dienst für Axtgesicht-Schädelbrecher. Wer soll denn das sein? Nie von ihm gehört. Eine Art Virus. Sehr gefährlich. Ich glaube dir nicht. Fair genug. Also, zieh Leine. Wie wär's mit Bestechung? 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 An was hattest du gedacht? Einen Moment bitte. Es wäre besser, dir fällt was Gutes ein. Das ist ein wahres Prachtexemplar seiner Gattung. Der Magnet, an den soll ich auch mal denken, dass ich ihn für irgendwas benutzen kann. Aber ich habe jetzt irgendwie noch nichts... Besonderes zum Bestechen hier. Vielleicht diese Suppe. Die Suppe? Vielleicht mögen Zwerge gerne diese Suppe. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Das ist einfach nur dumm. Nee, mir fällt auch gerade nichts in meinem Inventar ein, was richtig passen würde. Hey, du Zwerg! Verschwinde, ich bin beschäftigt! Was macht er denn? Erzählt der Geld oder was macht er? Ich versuche nur höflich zu sein. Schau, ich versuche zu arbeiten. Geh und nerv jemand anderen. Das, ach, das Juwelen. Ich bin ein Inspektor. Könntest du nicht etwas gewählter ausdrücken? Könntest du nicht etwas gewählter ausdrücken? Zieh Leine oder ich mach dich einen Kopf kürzer. Ich verstehe. Okay, aber hier geht's ja noch in die andere Richtung scheinbar. Die Höhle ist noch nicht komplett erforscht. Ich kann auch langsam mal überlegen, wie lange ich heute noch spiele. Ich glaube, ich mache noch so bis 10:30. So eine halbe Stunde machen wir heute noch. Gucken, wie weit wir noch kommen. Ja, noch mehr Pfandflaschen hier. So eine leere Flasche vermisst doch bestimmt keiner. Gib's auf. Die sind alle leer. Ja, Pfand. Zwerg, Fässer. Noch einer ein Bier? Der sieht nicht mehr ansprechbar aus. Aber vielleicht kann der die Pfeife freiblasen.
Ich denke noch immer, da muss einer feste reinpusten. Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Hey, hey, hey. Hat anscheinend nicht geklappt. Noch einer ein Bier? Er sieht betrunken aus. Der ist wirklich stockbesoffen. Und nicht mal ansprechbar deswegen. Was haben wir denn hier noch? Zwerg. Der ist ja noch betrunkener, der am Boden liegt. Hey, hey, hey. Entschuldigung? Psst. Ich glaube, er schläft. Wir haben auch den Glockenklöppel hier. Schau an die Fässer. Das sind Bierfässer. Noch einer ein Bier? Kann ich hier auffüllen wieder? Das geht doch so nicht. Hm. Habe ich irgendein leeres Gefäß? Ich meine, ich habe hier meine Erkältungs... Ich speichere mal kurz. Ich werde mal versuchen, die Erkältungssaft zu trinken, ob ich die Flasche leeren kann. Das speichere ich aber vorher einmal. Eine Tote. Zwerge. Verzehre. Wer ist für für Elefanten. Vielleicht kann ich ihn ausnüchtern, indem ich ihm den Sumpf, die Sumpfsuppe gib. Gib die Sumpfsuppe. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung... Noch einer ein Bier? Das geht doch so nicht. Das geht doch so nicht. Nee, das geht so nicht. Tja, wir haben hier ein Bierfass und nicht gesprächige, betrunkene Zwerge. Was zum Ausnüchtern? Ich glaube, hier finde ich keinen Milrit. Noch einer ein Bier? Oh, er macht tatsächlich was. Oh nein, das hat ja funktioniert. Da liegt ein Schlüssel, was ist das? Ich wusste doch, bei irgendeinem Schlafenden funktioniert das doch mit der Feder. Wofür ist denn der Schlüssel? Wohl haben wir eine geschlossene Tür irgendwo schon gesehen? Noch einer ein Bier? Wir sind nicht in Yale. Was? Wir sind nicht in Yale. In Yale? Hey, hey, hey. Da fehlen mir dann doch die Untertitel manchmal. Hat er Yale gesagt wie die Universität? Oder? Wir sind... Noch einer ein Bier? Ah, jetzt hat er mich unterbrochen, muss ich gleich mal... mir anhören, wenn er aus diesem Raum raus ist, wo es kein Schnarchen mehr gibt. Kann ich denn jetzt eine Flasche nehmen? Hey, hey, hey. Ich würde eine Flasche gerne doch mitnehmen. Aber sind sie gar nicht mehr benutzbar. Vielleicht soll ich ihm neues Bier holen. Stopp! Wache! Lass ihn nicht durch! Vielleicht kann ich ihn betrunken machen. Schau! Du kannst da nicht rein! Verschwinde! Nur noch eine Sache! Verschwinde endlich! Das ist in Ordnung. Ich bin kein Zwerg. Was? Ich sagte, ich komme aus dem Norden. Hä? Willst du nicht bald abhauen? Verschwinde doch selbst! Au! So, kann ich die Flasche denn nehmen? Ich würde ihn ja gern Bier bringen. Vielleicht kann ich die betrunken machen, das wollte ich gerade sagen. Stopp! Wache! Ja. Lass ihn nicht durch! Schau! Du kannst da nicht rein! Verschwinde! Nur noch eine Sache! Verschwinde endlich! Nur für Zwerge im Dienst, haben die gesagt. Verschwinde doch selbst! Au! Und ich könnte ihm versuchen, was zu geben. Er sagt ja, er wäre bestechlich, aber... Ein Schlüssel, den würde ich halt nicht gerne. Ich glaube nicht, dass er dafür eine Verwendung findet. Das Bier ist auch ein super Passwort für die Zwerge hier. Was steht denn, was sagt er, wenn ich die Flasche anschaue? Stopp! Wache! Lass ihn nicht durch!
Darf ich mir nicht mal anschauen, die Flasche? Schau. Du kannst da nicht rein. Verschwinde. Nur noch eine Sache. Verschwinde. Ich wollte mir nur die Flasche anschauen. Ich wollte da gar nicht rein. Verschwinde doch selbst. Au. Hm. Okay, jetzt können wir langsam überlegen, ob ich irgendeine Location übersehen habe. Ansonsten wäre es auch gut, beim nächsten Mal auch nochmal hier anzufangen, vielleicht sich doch nochmal eine Karte vom Wald zu zeichnen. Ich habe das Gefühl, im Wald könnte ich auch noch irgendeinen Raum übersehen haben. Länger werde ich diesen Bart nicht tragen. Allmählich kratzt er. Ich durchforste noch mal ein bisschen den Wald. Ah, schon besser. Und habe ich dann wo ist denn mein großer Block? Den muss ich dann beim nächsten Mal raus. So, beim nächsten Mal hole ich dann den großen Block raus für die Karte hier. Dann fangen wir dann eine Karte an zu zeichnen. Heute noch nicht. Heute machen wir noch ein bisschen auf gut Glück. Ja, auch der Arme hier. Ich werde alles verkaufen müssen. Kann man denn hier noch was anderes machen? Nee, kann man nur mit dem... Was soll ich tun? Die Schlucht. Ja, die Schlucht hier, ne? Ich habe ja gehofft, mit der Leiter kommt man oder mit dem Seil kommt man runter. Kann ich irgendwas an das Seil binden? Vielleicht den Klöppel, um das irgendwie als Widerhaken zu nehmen. Das geht doch so nicht. Das Magnet, ja. Oder den Magneten. Jetzt haben wir eine Magnetangel. Wenn wir das jetzt in der Schlucht benutzen. Das geht doch so nicht. Das ist nicht der richtige Ort dafür. Irgendwo können wir jetzt Metall rausangeln. Aus einem Brunnen oder aus einem See. Sowas könnte ich mir vorstellen. Also ein Brunnen würde sich da so anbieten. Habe ich in der Stadt. Doch, es war zu schön, um wahr zu sein. Habe ich in der Stadt einen Brunnen oder sowas gesehen? Wo waren so Münzen? Da könnte ich halt Münzen raus. Ich reise nochmal zum Dorf zurück. Da könnte ich ja nochmal schauen, ob die Händler doch jetzt mal endlich fertig sind. Das frage ich mal nach, dass sie mir ein bisschen Gas geben sollen hier. Wollen das ja draußen hinstellen, wenn die fertig sind. Hierher kommt der Asparagus-Gelee mit all den anderen Gelee. Entschuldigung? Man sieht sich und tschüss. Die haben keinen Hinweis drauf gegeben, ob die schon fertig sind. Ich weiß ja auch gar nicht, was die herstellen. Was nichts, was hier jetzt im Laden steht, ne? Ich kann jetzt hier... Ich möchte das kaufen. Das sind nur Vorzeigemodelle. Obwohl, die haben gesagt, der Kuchen wurde bestellt. Vielleicht ist es das, da kann ich ja nicht... Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Ich möchte das kaufen. Leider schon vorbestellt. Vielleicht stellen die den Kuchen irgendwann nochmal raus, wenn es wirklich der Kuchen sein sollte. Jetzt schaue ich mal, ob es hier irgendwas wie einen Brunnen gibt oder so. Wo ich meine... Das ist leider nicht benutzbar. Hier ist ein Brunnen. Aber ja gut, das ist nicht so ein Brunnen, wie ich mir vorgestellt hatte. Kann ich mit dem noch was machen, ohne Geld? Was ist das hier mit der Statue auf sich? Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Ich frage mich, warum da kein Graffiti drauf ist. Ist das ein Hinweis? Ich frage mich, warum da kein Graffiti drauf ist. So, da sind sie ja wieder. Ja, da bin ich wieder. Etwas oder nicht? Ich habe etwas, was Sie wollen. Also irgendwas Magisches würde er gerne wollen, wahrscheinlich. Irgendwas Besonderes. Nein, aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wirklich? Dann lassen Sie mal sehen. Diese tolle Suppe vielleicht? Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Haben Sie irgendwelchen magischen Kram? Leider nicht. Möchten Sie noch etwas?
Nein, aber ich habe etwas, das Sie wollen. Wir springen noch nicht ins Auge. Dann lassen Sie mal sehen, was passen könnte. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Wollen Sie nun etwas oder nicht? Nein, eigentlich nicht. Tschüss. Wer braucht sie schon? Vielleicht ist der Schlüssel ja auch... Hier gibt es noch den Bonbonladen, der war noch abgeschlossen. Vielleicht ist der Schlüssel ja für den Bonbonladen. Das war ja bisher die einzige Tür. Und die Tür ist auch noch verschlossen hier. Ich meine, ich habe den Schlüssel. Es ist abgeschlossen. Das geht doch so nicht. Kann der vielleicht meine Pfeife freihauen hier? Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Das bringt nichts. Bist irgendwie blockiert. Aber ich glaube, ich kann schon irgendwas auf den Amboss legen, dass er mir da was zurechthaut. Ich wüsste aber im Augenblick noch nicht, was. Die Feder habe ich jetzt schon benutzt einmal. Den Bart habe ich benutzt. Das ist mein Haus. Hier will ich aber nicht hin. Ich will jetzt nochmal zu dem... gucken, mit der Karte komme ich vielleicht auch jetzt ein bisschen weiter. Ich bin jetzt vor der Kneipe. Nach links geht es zum Shop. Vom Shop dann nach oben. Und irgendwann mal schauen, ob ich irgendwo mit dem Magnet irgendwas angeln kann. So von hier nach oben. Nee, Quatsch, doch, ist richtig. Beim Händler nach links geht's zum Wagenrad. Mit dem Wagenrad. Er mag Wagenräder, hat er, glaube ich, gesagt, ne? Ich liebe Wagenräder. Er mag sie nicht nur, er liebt sie sogar. Dieses Haus, da waren die Kräuter drin, an die er nicht dran kam. Vielleicht ist es auch nur ein Gag. Ich weiß nicht, ob man die auch braucht, um jemanden zu berauschen. Mit der Leiter kam ich nicht dran. Mit dem Magneten würde ich auch nicht dran kommen. Das glaube ich nicht, so nichts Magnetisches. Die Schere habe ich jetzt benutzt, um den Bart erstmal abzuschneiden. Da müsste man auch mal wissen, ob hier Gegenstände mehrfach benutzt werden. Wenn man die Feder einmal benutzt hat, benutzt man die später nochmal für was anderes? Oder hat das dann seine Schuldigkeit getan und man kann die Feder vergessen? Oder werden sie doppelt benutzt? So, ich wollte gucken. Das könnte vielleicht passen. Das sieht ein bisschen passend aus, das Schloss. Komm, zeig's mir. Das geht doch so nicht. Ein gutes Gefühl gehabt bei der Sache. Schloss, ein goldenes Schloss gewesen hier. Na gut, aber das habe ich in der Zwergenhöhle gefunden. Das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Zwergenhaus hier. Kann ich da eigentlich anklopfen oder so? Oder wenn ich mit der Tür rede? Antwortet dann jemand? Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Könnte ich noch irgendwie an Honig kommen? Stock. Wer weiß, ob ich nicht noch einem Bären begegne. Zu nahe gehe ich da nicht ran. Vielleicht brauche er erst sowas wie einen Imker-Helm oder sowas, bevor er da nah dran geht, könnte ich mir vorstellen. Ja, irgendwas zum Anziehen besorgen. Einen Ausgang noch verpasst. Aber in der Stadt habe ich, glaube ich, alle Ausgänge durch, ne? Da habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr, was da offen war. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal fangen wir an, eine Karte vom Wald zu zeichnen, damit wir da auch sicher sein können, dass wir da alle Locations haben. Ich reiß noch, das machen wir noch einmal. Ich gehe noch einmal ein bisschen durch den Wald, um zu schauen, ob ich nicht doch noch was finde. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal lege ich mir ein Blatt Papier zurecht. Etwas Größeres und dann werde ich auf jeden Fall eine Karte von dem Wald auch zeichnen, damit man da eine Checkliste machen kann, was man schon gefunden hat. Was ist denn meine Checkliste im Augenblick? Ich muss was finden, um an dem Typen mit der Posaune, mit der Tuba vorbeizukommen.
Da würde ich was brauchen, entweder um mir in die Ohren zu stecken oder ihm was in das Gerät reinzuwerfen oder so. Der Stein hat nicht funktioniert. Ich muss den Riesen wecken. Das hat mit der Feder nicht funktioniert. Ich muss bei den Zwergen vorbeikommen. Da müsste ich einen Gegenstand finden, um die zu bestechen. Da wäre eigentlich ein Bier, das was bringen würde. Ein Bier gibt es ja dann in der Kneipe. Wenn ich den Wirt ablenke, ist er eine Zeit lang beschäftigt, wenn ich da was bestelle. Und dann kann man irgendwie ans Bier ran. An die Fässer. Kann ich mit dem Magneten in das Bierfass kommen? Ist da vielleicht ein bisschen Metall noch an dem Bierfass, dass man das da näher ranholen kann? Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber ich denke mal, dass man Bier holen müsste, um den Zwerg zu bestechen. So, hier bin ich beim Händler. Vom Händler komme ich am schnellsten zur Kneipe. Eine To-Do-Liste wie bei Thimbleweed Park wäre echt gut. Ja, aber Thimbleweed Park ist halt ein Spiel von 2017. Da sind die ganzen Komfortfunktionen aus 30 Jahren Adventure-Erfahrung drin. Die gab es hier noch nicht, 1993. Aber ich habe hier so eine kleine To-Do-Liste, habe ich hier. So, was zu welchen Geräten gehört. Die habe ich mir aufgeschrieben. Ich brauche noch Fossilien, habe ich mir aufgeschrieben. Bart kann ich abhaken. Kneipe, die Zauberer, ja, das muss ich auch noch machen. Da muss ich ja den Stab für finden. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwo noch auch einen Friedhof finden. Irgendwie. Ich spreche nochmal mit den Zauberern. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste nochmal da die Informationen auffrischen. Über den. Wenn die mir nochmal die Informationen nochmal geben. Vom Händler nach rechts. Genau, das ist der kürzeste Weg. Und dann wieder nach rechts. Zur Kneipe. Also nochmal versuchen, irgendwas beim. Warte mal, ist das hier? Ne, die Waren stehen noch nicht draußen. Die haben ja gesagt, sie würden sie draußen abstellen, wenn sie fertig sind von der Einkaufsliste. Aber ich weiß nicht, wann das der Fall ist. Nee, komm, wo geht's denn hier, wenn ich nach rechts gehe von der Kneipe? Geht's zum Schmied. Ja. Ist ein bisschen. Das ist der vertrackte Teil der Karte, wenn man hier weiter nach rechts geht. So, wir haben. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier nochmal weggeholt? Streichhölzer lagen hier ja noch. Genau, die war ich hierher. Die Walküren. Ich habe keine Lust, die auch mal anzugraben. Ich habe da noch ein paar Fragen. Schieß los. Ihr seid nicht verheiratet, oder? Nein. Welche Hobbys habt ihr? Ich töte gerne und trinke viel. Und ich mag Handarbeit und dekoratives Sticken. Und ich töte gern und trinke viel. Wie gedenkt ihr, die Festung zu stürmen? Nun, rohe Gewalt hat uns noch nie im Stich gelassen. Aber wenn das passiert, soll uns angeblich der Druide helfen können. Aber wir können ihn nirgendwo finden. Der Druide. Ist auch was für die To-Do-Liste. Wird es euch im Winter nicht etwas kalt? Wir haben viel Bewegung. Wenn du verstehst, was wir meinen. Was tragt ihr denn jetzt? Mach ich nicht. Die anderen Fragen sind alle blöd. Keine weiteren Fragen, meine Damen. Bis bald. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Sonst. Puh, hier drin ist es verdammt heiß.
Komisch, dass bei dir die Slots nicht funktionieren. Das hatten wir schon mal, glaube ich, gehabt, ne? Ich probiere es bei mir nochmal. Ist eigentlich aktiviert. Gamble. Ja, das funktioniert wenigstens. Die Slot-Maschine, die ist ein bisschen störrischer, anscheinend. Die Chat. Wo ist denn das Fenster da? Das Fenster gerade weggeklickt. Komisch, aber egal, ne? Ja. Ich check das. Bei 50 Followern verspreche ich, check ich das dann nochmal. Komplett durch, damit das auch funktioniert. Jetzt wollte ich nochmal gucken, ob ich hier mit dem Magneten vielleicht an die, Ich bin's wieder. An das Fass komme. Ich hätte gern einen Warlock Surprise. Einen Moment bitte. Benutze Stein und Magnet auf Bierfass. Das geht doch so nicht. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwo ein wenig Fledermaus. Oder ich bräuchte eine leere Flasche, um das abzufüllen. Was heißt? Tut mir leid, Sir. Ich kann im Moment kein Fledermauskonzentrat finden. Ist schon okay. Ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Nein, man sieht sich. Das Gefühl, ich brauche vielleicht auch nur eine leere Flasche, um das abzufüllen, während er abgelenkt ist. Aber den Hustensaft, den will er nicht trinken, glaube ich. Die war nur für Elefanten, sagte er, glaube ich. Ich meine, die könnte ich vielleicht auch dem Riesen geben. Aber das habe ich, glaube ich, versucht schon. Ein super starker Elefantenhustensaft. Verzehre dich danach. Der ist für Elefanten gedacht. Für Elefanten. Ich habe zwei Shows, zwei Punks und einen Kong. Tropfe ein wenig von dem Sulfat darauf. Läuft gut für mich. Hast du den Stab bekommen? Wie sagtest du doch, hat er ausgesehen? Eine Art Stab. Aber mit einer Kristallleuchte am Ende. Na gut. Richtig. Haben wir die zwitschernden... Hast du den Stab bekommen? Die Vorgeschichte hätte ich gerne nochmal gehört. Da, genau. Irgendeine Idee, wo er sein könnte? Soweit wir wissen, war der letzte Besitzer Naflin der Geisterbeschwörer. Nur Gott weiß, was er damit gemacht hat, als er starb. So, und ich bin der Ostwind. Naflin, der Geisterbeschwörer. Ich bin der Ostwind. Du bist eine südliche Brise, glaube ich. Ich denke, dass wir alle Winde sind. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein guter Punkt. Ich reise jetzt nochmal zum Zentrum des Waldes und beim nächsten Mal komme ich dann mit einem Block wieder. Und dann machen wir uns eine Karte vom Wald und schauen, dass wir dort alles erforschen und dann weiterkommen. Zentrum des Waldes. Ja, von hier aus zeichnen wir dann morgen mal eine Karte. Und dann wissen wir, ob wir alles erforscht haben und dann kommen wir vielleicht auch weiter. Also ein paar Sachen haben wir jetzt auf der To-Do-Liste stehen. Genau, den Riesen wecken, das müssen wir noch machen. Den Zwerg bestechen. Ich vermute mal mit Bier. Ja. Wir müssen das Metalldetektor, mit dem müssen wir noch was finden. Ja, genau. Das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch einen schönen Abend. Es geht wahrscheinlich morgen weiter. Irgendwie jetzt... Sollte ich nicht zu lange wegbleiben, weil dann vergisst man immer sehr viel. Geht wahrscheinlich morgen weiter. Wenn ich nichts anderes vorhabe. Jetzt werden wir mal sehen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bye!